Guten Morgen, guten Morgen. Erwacht. Ich stehe wieder irgendwo auf einem Hochhaus. Ist mir eigentlich schon aufgefallen, dass ich meistens irgendwo auf einem Hochhaus oben stehe? Warum eigentlich? Vielleicht, weil ich mich dann irgendwie so mehr zu Homeland verknüpft fühle, weil ich irgendwie als Einziger diese ja, Hochhäuser raufkomme. Also, du kommst ja nur aus Homeland rauf. Ah, da ist diese Tafel. Ich stelle mich jetzt auf die Tafel. Ja. Wo das Thumbnail entstanden ist. Ich bin heute so random durch die Stadt geflogen und dachte mir so, was ist eine geile Location? Und dann dachte ich mir so, auf einmal sehe ich das. Und dann ist mir so eingefallen, so, warte mal, der Superhero würde eigentlich gut dazu passen zu der Star. Was, wie heißt der? Impotent Rage. Okay. Ich wusste nicht. Ja, gut. Ich wusste nicht, dass der da dafür steht. Aber wurscht. Wir stehen da. Wir stehen da. Hallo Freunde. Geht's euch gut? Zum ja, Stream nach 4 Tagen. Bisschen Pause, bisschen Kopf frei kriegen. Tut gut. Tut gut. Ich nenne es jetzt nicht Urlaub, weil für Urlaub ist es zu anstrengend. Aber ja, so ein bisschen Verschnaufpause. Und privat gibt es auch viel zu tun. Also, da ist man am Ball. Da ist man am Ball und da bleibt man dran. So, ich hoffe, euch geht's gut. Schreibt's mal rein. Schreiben Sie mal rein, was Sie da zu dem heutigen Tag sagen. Für alle Neuen. Ich sage jetzt nichts. Ihr wisst, was zu tun ist. So. Wir sind heute wieder als echte Homelander unterwegs. Ich kann euch sagen, warum in letzter Zeit so viel Homeland kommt. A, ich find's cool und ich Also find's ich finde lustig. das super. Aber B ist, bei uns sind gerade, ich will nicht sagen Admin-Mangel, das wäre jetzt irgendwie unfair zu sagen, es ist Admin-Mangel, aber unsere Admins sind gerade, ja, Urlaub, Fortbildung, Spätschicht, dort da. Und es ist gerade, es gibt Tage, da ist zum Beispiel kein Admin da. Und da kann man auch nicht böse sein, so. Für das, ja, sind wir dann da. Und ich mache das gern und da springt man auch ein. Also von dem her, wir sind gerade sehr, wie soll man sagen, es ist gerade eine sehr magere Zeit, aber das macht nichts. So. Haben halt alle zu tun. Das ist halt nicht deren Job. Würde ich sie dafür monatlich bezahlen, dann dürfte ich meckern. Aber so darf und werde ich nicht meckern, denn ich bin dankbar für die Jungs. Aber das trifft sich dann nämlich gut, weil ich habe Spaß, habe geile Homeland-Streams und ihr habt Content und Unterhaltung. Und gleichzeitig tue ich noch was Gutes für den Server. Also, ja, Win-Win für jeden, würde ich sagen. So, echte Admins schauen sich echte Serbe an. Ja. Wir machen heute mal so eine Gefangenen-Skala. Also so von 1 bis 10, wie gefangen die Leute heute im RP wieder sind. Freunde, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Real Life Online hat seine Tore wieder geöffnet. Na, also für alle, die jetzt schon drauf gegeiert haben. Ja, ich habe ja auch schon auf Instagram gepostet. Na, und ich habe hier auch nochmal, kann ich nochmal reinmachen. Das hier ist der Link, Freunde. Das hier ist der Link. Wenn ihr hier rauf geht, dann kommt ihr auf unsere Webseite. Und dort könnt ihr euch bewerben. Bitte lest euch auch die Anforderungen durch und alles Mögliche dazu. Ja, ihr könnt euch jetzt wieder bewerben, um auf diesem wundervollen RP-Server mitzuspielen und mitzuwirken vor allem. Ne? Ihr seid dann auch schon automatisch für 3-0 klarerweise gelistet. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Da wird es nichts extra geben, weil diese Frage auch schon kam. Da haben wir schon den ersten. Der steht hier mit dem Urus unmaskiert und bewacht seine Heiligtümer. So, meine Mods können mich jetzt gerne timeouten für Spam. Machen sie aber nicht. Karsten Wunder, einen wunderschönen guten Abend. Tanja und ich wünschen dir viel Spaß bei Andl sein Livestream. Ja, herzlichen Dank. Carsten, warst nicht du der, was eine Verletzung hatte und im Krankenhaus war? Ich komme mir vor, letztens hat mir deine Freundin gespendet und da hat sie gesagt, dass du irgendwie im Krankenhaus bist. Falls du das warst und ich mich nicht täusche, hoffe, dir geht's besser. Und dass wieder alles gut ist hier. Brauche Hilfe. Oh nein. Just why? Weißt du, der erste Einsatz. Weißt du, es kommt der erste Einsatz und das ist schon wieder direkter Kult, Alter. Was kommt hier jetzt auf mich zu?
Hallo. Grüßi. Ich habe ein riesengroßes Problem. Ja. Ich habe den falschen Rang. Ich bin jetzt Detective, ich bin aber Lieutenant 2. Könntest du das bitte fixen? Kann ich schon machen für dich? Was hast du denn für eine ID? Ist ja wirklich ein verbuggter Server, gell? Kommt man einfach so an als Aber Detective. Ich bin die 161. mir fällt gerade auf, das haben wir auf 3-0 gefixt. Muss dich gedulden. Ach, perfekt. Ja. Danke. Die Ja, die 161. 161 bitte, gell? Io. Bin nämlich Lieutenant. Lieutenant 2. Ich bin aber noch Off-Duty, also Off-Police. Was bist du jetzt? Jetzt bin ich Captain 2, ich bin aber jetzt On-Duty, ich bin aber Off-Duty. Also in dem Fall nicht Police, sondern Off-Police. Jetzt bin ich Captain 1. Du warst Lieutenant 2, jetzt müsste es passen. Jetzt bin ich Lieutenant 2. Dankeschön, Gerne. danke. Danke, Robert. Super, danke für Super. den tollen Ja, Support. gerne, gerne. Gell, lass uns mal bitte 10 Sterne von 10 Jawohl. da. Danke. Ja, danke. Naja, das war noch ein cooler Admin-Fall. Das war recht simpel, ne? So. Reicht eine 1070 mit 377K reicht vollkommen. Das reicht, um einigermaßen RP spielen zu können bei uns. Ich habe selber eine 1080 und einen, ich sage jetzt einmal, Mittelklasse Ryzen-Prozessor. Und es reicht für Streaming und Ding. Ist eine 79 ausreichend? Ja, auf ganz Low Settings, aber ich würde schon zu einer 10er Serie raten. Aber es ist sicher möglich mit einer 79. Es ist dann halt, muss dann halt Abstriche machen. Du wirst es dann eh merken im RP. Muss dann halt auf extremen Low Settings spielen. Probier's mal mit deiner 79 auf normal GTA und rechne dann von normal GTA deine 20 FPS weg auf deinen Settings und dann bist du ungefähr da, wo du, oder 10 bis maximal 20, und dann bist du dort, wo du hingehörst. So, da hast du schon einen guten Referenzpunkt. Guti. Ja, wir werden heute wieder echte Spieler beobachten beim RP-Spielen. Und ich bin gespannt, was heute so auf uns zukommt. Kommt mir das nur so vor oder ach so deswegen? Ich dachte mir gerade so, mal irgendwie ist es extrem leiser. Aber dabei war mein Interface einfach abgedreht. Deswegen. Jetzt ist es nicht mehr leise. Aber ja, Freunde, ich poste euch nochmal den Link rein. Ihr könnt euch jetzt bewerben. Bewerbungsphase ist offen. Eigentlich bin ich dumm, dass ich das nicht angepinnt habe. Aber ich habe es auf Instagram gemacht. Ja. Würde mich freuen, wenn wir den einen oder anderen von euch auf RLO sehen. Also Mindestalter 16 Jahre, einigermaßen RP-Erfahrung und ein angemessener PC. Und eine gute Bewerbung. Das soll jetzt keine Trash-Bewerbung sein. Und bitte probiert es nicht mit AI. Oder mit so einer Scheiße. Oder kopiert es euch. Das mögen wir gar nicht. Wir kommen dahinter. Also probiert es erst gar nicht. Wir haben vorgesorgt. So. Okay. Es ist immer 18:30 Uhr. Das ist immer. Im Winter ist um 18:30 Uhr schon mehr los. Also je weiter du zum Sommer hingehst, desto später wird es auch mit mehr P. Wir werden wahrscheinlich auch. Im Sommer, schätze ich, werde ich die Streams auch noch hinten raus verlagern. Also wahrscheinlich dann wird es immer so um 20 Uhr starten oder so, weil es macht halt im Sommer um 18:30 Uhr. Kommt drauf halt an, wie der Server läuft so. Aber ich denke mal, da wird es auch noch eher nach hinten. Aber das werden wir noch alles sehen. Will jetzt noch keine Prognose oder fix sagen. Fix ist dann, wenn ihr seht, dass es so ist. Wie lange die Bewerbungsphase offen ist, das ist eine gute Frage. Solange, wie es uns passt. Wir haben jetzt keine Deadline. Die ist einfach immer offen. Und dann, wenn wir sagen, es ist genug, dann ist genug. Das ist eine blöde. Das ist hier eine fiese Position. Schau dir an, Daniel Wolf. Weil wenn du von hier fährst, siehst du ihn. Aber wenn du von hier fährst, ist es zu spät, wenn du ihn siehst, du fährst. Und da blitzt er dich. Und da bist du schon zu spät. Fiese Position, ja, sag immer. Mensch, der Daniel. Gebrauchtwagenhändler. Aber ich darf mich nicht zu viel herumnoclippen. Ich glaube, ich werde einfach mal Präsenz zeigen, oder, Freunde? Ich werde, glaube ich, mal Präsenz. Porsche. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die heute irgendeine Scheiße bauen. Ja, ich werde heute einfach mal Präsenz zeigen. Das ist ein Mefkocher. Das ist ein Mefkocher. Ich wusste, dass es ein Mefkocher ist. Und das ist zufälligerweise dasselbe,
das letzte Woche gemacht oder beim letzten Stream gemacht hat. Eieiei, was eine Pfeife. So, Jochen der Rochen mit 25 Euro mit Überweisungsgebühren. Echte Homelander erschrecken, echte Kurz. Ja, kannst du Xyon erschrecken für den Server. Mal schauen, wenn er nicht zu gefangen im RP heute ist. Vielleicht werden wir über ihn heimkommen. Er hatte schon vor dem Stream gesagt, oh nein, er will gar nicht, wenn ich heute Admin bin. Das habe ich als Kompliment genommen. Matze! Guck mal, wie er da rumfährt. Matze auf dem Weg in die Fabrik. Hat es das schon immer so rausgekokelt? Nein. Da hat es nie so raus. Das ist von NVE wahrscheinlich so. Schaut mal, wie es da rausraucht. Digga. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass es da so rausnebelt. Oder war das schon immer so? Nein. Ich glaube, das liegt an NVE. 100 Pro. Lumpi, danke fürs VIP-Werden. Und Matthias S., dankeschön fürs VIP-Standard-Werden. Kuss geht raus. Hey, guck mal. Herzlichen Dank nochmal an Jochen, der einzig wahre Rochen. Die 107er sind da auch. Was macht 107? Haben die gerade. Ah, die haben ein Tor, die haben Verkauf. Darf ich jetzt dabei sein? Ist Mokka ein 107er? Glaube nicht. Safe nicht. Ich nehme dich mit, Bruder. Oder Bruder? Ohne Funk ist es ungewohnt leise, ja stimmt. Ja, so, wo bist du? Okay, ne, der gehört dazu. Ja. Ich dachte gerade schon, ich habe da jetzt irgendwas zum Schauen, wo sie jemanden abzocken, aber machen sie anscheinend nicht. Ich muss mal den PD-Funk anmachen. Wenn es was gibt, dann haben wir es dort. Dann kriegen wir es dort als erstes mit. So, auf live dabei in Chiamade. Ich mache ihn nur leiser. Damit... damit der nicht durchschallert. Habt ihr das gerade gehört? Das war gerade ein bellender Hund. Das war unser Hund. Also falls ihr gerade einen Hund bellen gehört habt, ja. Hallo. Könnt ihr mal Hallo schreiben? Vielleicht checkt sie es. Oder ja nicht. Ich sitze gerade so wie so eine ganz alte Oma, sitzt sie beim Fenster und beobachtet, was draußen ist. So wie wenn du das machst, wenn du in der Rente bist und dir Fahrt ist und vorbeifahrende Leute mit Kennzeichen siehst und abfotografierst. Genau sowas. Ja, genau so sitzt du da und beobachtet gerade, was draußen abgeht. Was schon da passiert. Ah, die Stadtwerke. Ja, guten Tag. Machen wir heute wieder Sanierung von Autobahnen. Okay, der Chat hat's gehört. Sehr geil. Hashtag Wuff in den Chat. Ja, das war unser Hund. Ah, ja. Taxi. Schau, die Taxi. Wir fahren wieder mit ein paar Fahrzeugen. Schau, Taxicab wieder voll ausgestattet, Alter. Was macht Matze da drüben? Hat Matze jemanden gefunden? Das sind schon zwei. Oder zählt Matze mittlerweile für zwei? Okay, er zählt für zwei. Dachte schon, Vivi hat gebellt. Okay, der war geil. Mach K9 für King vor. Ne, dann wäre ich ja im RP gefangen. Ich will ja heute Admin sein. So, ich zeige jetzt Präsenz. Ich fahre jetzt rum. Nehmen wir jetzt ein. Warte mal, wie heißt denn das schnell? Oppressor. Hört mal, Oppressor mit zwei. Ja. So. Echte Admins zeigen Präsenz. Kann ich mich da anschneiden? Ich kann mich da nicht anschnallen. Okay, oh Gott. Ich hab grad Schiss. Alter Schwede. Irgendwie ist mir mit dem Ding immer ganz unwohl. Das ist... Da kommt mir schon der Wolli. Da wird mir ganz Wollseid, wird mir mit dem Ding. Kannst du Tesla machen? So eine Runde Tesla wäre lustig.
so eine Runde selbstfahrendes Auto wäre wieder lustig. Eigentlich. Da gibt es aber noch so ein Elektroauto, ne? Da gibt es den Volt, oder wie der heißt. Was haben wir noch am Server? Heute könnte ich den Cybertruck eigentlich machen. Stimmt. Ich könnte... Oh, jetzt habe ich eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich mache heute Admin im... Oder nicht... Ich mache jetzt... Kann ich da runter? Komme ich eigentlich runter mit der Scheiße? Hallo? Also, der landet selber. Ich muss nur schauen, wie der Cybertruck heißt. Warte mal. Hat den Spawn-Namen vom Cybertruck. Wo ist denn der? Tesla. Das ist nämlich eine gute Idee. Ich fahre einfach undercover herum und bei Homeland einsetzen fahre ich auch hin mit dem Auto. Ach, heute bin heute ein Auto. Cybertruck. Handling. Fox CD. Wie kommt man darauf, dass der Fox CD heißt? So. Ich bin heute ein Tesla Cybertruck. Guck mal. Mit dem meddle ich jetzt in der Weltgeschichte herum. Muss ich mich nur noch unsichtbar und unkenntlich machen. Den Mechanik, bitte, wenn es Zeit hast, mal The Real Barbie erschrecken. Der braucht das. Liebe Grüße. Das ist doch der nette Herr von den Stadtwerken. Der braucht das wirklich, habe ich gehört. So, jetzt fahre ich da mit meinem Cybertruck herum. Alter, schau mal, wie der wach. Schau mal, wie der. Alter, der hat. Guck, schau mal, wie der zieht. Der zirkt die Uhr. Auf einmal, wie der bounced. Schau mal, Alter. Das ist ja. Der bounced ja wie ein Boxspringbett. Schau mal, bei dem los. Was ein Auto. Wo könnte ich ihn hinfahren? Kann ich das Kennzeichen da abmachen? Das wäre nämlich toll. Ah, Cybertruck. Kannst du das Kennzeichen einfach abmachen? Sehr geil. Der Mechanik, ich danke dir von ganzem Herzen für 10 Euro. Amen. Lighting fragt, danke für den Euro. Also Servus Andel, muss man zur Zeit der Bewerbung 16 sein oder wenn man drauf ist? Wer den 14 Rang 16? Zur Zeit der Bewerbung musst du 16 sein. So. Ich meine, du kannst ja mal schreiben. Du kannst dich ja trotzdem bewerben und schreiben, du wirst es in 2 Wochen. Vielleicht drück mal da ein Auge zu, wenn du uns einen Ausweis schickst. Aber im Grunde genommen eigentlich ab 16. Aber wenn es 2 Wochen sind, werden wir jetzt da auch nicht ein großes Drama draus machen. Also bewerb dich einfach mal, aber schreib bitte dazu und sei mal ehrlich, dass du erst in 2 Wochen 16 wirst. Ja? Also, ja. Jimmy Weeks, danke für 3 Euro. Herzlichen Dank. Mal rein gucken. Wo, wer oder was wird unsere ersten. Wird unser erstes Opfer sein? Und der Smokey mit oder was? Das ist PD. Der Wolfi könnte Assistent sein, eigentlich. Fällt mir gerade so ein. Schau, wie sie da blitzen da hinten drin. Schau, wie er da hinten blitzt. Schön. Grüße. Jetzt zählt er uns an. Jetzt hat er uns gemessen, jetzt sind wir schon über 80. Schau, es war klar. Unser erstes Opfer. Victor fährt ihm mit einem 1086 mit einem Cybertruck Kennzeichen 41HJP691. Wolfi muss mitkommen. An den Vespucci-Kanälen. Definitiv. Jetzt kommt's.
Jungs, ich will nichts sagen, aber da sitzt keiner drin. nein. Ja, Bedrohung erkannt. Ja, mit dem Cybertruck keine Person im Fahrzeug erkenntlich. kurze Info an dich, den letzten Tesla, den wir so hatten, der ist hinterher selbst gestorben. Bedrohung erkannt. Entfernen Sie sich. Das Ding spricht. haben wir jemanden, der sich mit Cybertruck auskennt? Nee, aber das ist ein Tesla und der letzte Tesla, den wir hatten, der hat auch über die Lautsprecher Sachen ausgegeben, wie ihr fahrt nach Donner. Ja, ich weiß, der letzte Tesla hat sich auch selbst zerstört, deswegen ist halt die Frage. Und 1020? Guten Tag. Also nicht, dürfen die Dinge überhaupt komplett ohne Fahrer herumfahren? Autonomes Fahren, ich weiß nicht, wie es da aussieht. Sagen wir, genehmigungstechnisch gibt es das, aber dann muss das trotzdem von einer Person überwacht werden. Genau, und das war das letzte Mal nicht, da saß keiner hinten dran. Guten Tag. Genau, es ist keiner in diesem Cybertruck drin, ne? Jetzt geht's ab. Das ist auch irgendwie kein richtiges Kennzeichen, oder? Nope, das also ist was beleuchtet, das, das ist so oder Gefahr. So. Egal nach welchem Recht man geht, nicht erlaubt. Gefahr. 1,5 Meter hinten. Komm mal beiseite bitte, der Cybertruck spricht schon wieder mit Gefahr. Es ist so, während übertragen. Weiß jemand zufällig, wo die nächste. Wo die, der nächste Ort ist, wo man kaputte Batterien reinwerfen kann, oder kann man doch einen Cybertruck auch reinwerfen, bestimmt. Ist da wirklich niemand drin? Hallo? Nein, da sitzt niemand drin. Gefahr, rechte Tür. Hätte ich mich jetzt auch vorgeschlagen. Ah, bitte, entfernen Sie sich. Okay. Wisst ihr, eigentlich ist das so, es gibt mittlerweile ja autonomes Fahren als Uber. Die fahren ohne Menschen drin. Bitte geben Sie Ihre Route ein. Aber es ist am PC und kann das überprüfen, wenn was ist. Mittlerweile ist das möglich, technisch. Aber genau, das weiß ich auch. Da muss aber jemand am Steuer sitzen und im Notfall eingreifen. Nee, aber hier müssen ja nicht, aber der sitzt ja am PC Sie dann Ihre Steuer, Route wenn das ein. Passiert. Der hat einen Notknopf so gesehen, aber es kann ja alleine fahren. Das aber ich dachte nicht, dass das die Cybertrucks waren, die das gemacht haben. Das war doch so ein Toyota. Bitte geben Sie auf dem Navigationssystem auf, ein. Es gibt, glaube ich, zwei Stück oder so. Aber bitte geben Sie ein. Guten Tag. Passen Sie auf, nicht, dass der Cybertruck Sie entführt. Nee, der führt mir nicht. Guten Tag. Guten Tag. Er hat schon Gefahr erkannt. Vielleicht muss man ihm streicheln, damit da keine Gefahr kann. Hallo? Also warte, ich gebe mal vorne Sie müssen bitte in den vorderen Teil des Fahrzeuges einsteigen. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich schon einsteigen sollte? Bitte steigen Sie. Bitte geben Sie die Route auf dem Navigationssystem ein. Dann ausmachen. Ausstellen. Tesla aus. Hat funktioniert. Oh, Jubiläum. Ist mehr oder minder vor Ort. Ich glaube, ich hab das. Ich habe ihn ausgestellt. Funktioniert nicht mehr. Weil es abgeschleppt werden anscheinend. Tesla. Nicht Ladebetrieb. 40%. Nächste Ladestation. 1,5 Kilometer, geschätzte Zeit eine Minute. Sollen wir den Cybertruck einfach Cybertruck sein lassen und responden? Ja, der muss sowieso überwacht werden. Ich würde erstmal responden, weil bis jetzt er steht jetzt nur. Ich habe auch ausgeschaltet. Juwelierroute bestätigen. Tesla aus. Ausstellen. Tesla aus. Schaffen Sie das alleine? Ich krieg das hin, aber ich bin jetzt die einzige King Unit. Ich muss genau anfahren eigentlich. Ja, deswegen fahren Sie an. Route Juwelier bestätigen. Nein, Cybertruck, du sollst nicht zum Juwelier fahren. Tesla aus! Tesla aus. Route zum Juwelier bestätigen. aus! Sie müssen das Fahrzeug betreten. Route zum Juwelier bestätigt. Um den Juwelierkreis. Dann am besten Lincoln 10, wenn Sie übernehmen wollen. Lincoln 10 ist im County. So, wir sind. Wo ist eigentlich Wolfie? Positiv, wir bräuchten die
bezüglich Verhandlungen. Da findet ein Juwelierraub statt, da müssen wir hin. Freunde, den schauen wir uns von oben an, weil wir sind echte Admins. Und danach gehen wir wieder weiter. Aber ich glaube, ich habe da heute schon meinen... Es war klar, dass das diese Typen mit dem Porsche sind. Okay, da gibt's coole Verfolgungszeiten. Wir haben einmal einen Lamborghini Urus und einmal einen Porsche 911 Turbo S. Aber ich habe schon eine Beschäftigung für später. Wenn Sie das sehen wollt, später, lassen Sie gerne ein Like da. Aber ich muss dann Wolfi, wir müssen da irgendwie... Linken 10 für Victor 14. Hört. Möchten Sie mal einmal zum Juwelier? Die räumen da drinnen ganz gemütlich die Gardinen auf. Okay, wir haben... Versuche vom Berg zu trappeln und machen hier weg. Sie haben eine Highspeed-Unit, das passt für die Verfolgungseinteilung. SWAT ist schon da. Die sind auch schon voll motiviert. Kurt ist auch extrem motiviert. Was sehen meine liebäugelnden Augen da hinten? Zwei Täter, eine Geisel. Andrea. Die drei. Sie hat heute schon gesagt, falls mir Fahrt ist, soll ich sie nicht besuchen kommen. Also sie meint damit, ich soll sie besuchen bekommen. Besuchen kommen. Ach, der Franz! Der Franz! Haut 5 Subgifts raus! Papa Franz, Meister! Ich küsse dein Herz, dankeschön! Dankeschön, Franz! Ey, Franz, das mit dem Boot steht noch, ne? Informativ eine Schrotflinte sichtbar, andere Person Faustwaffe Glock 17 oder Glock 18. Break informativ, Urus, dein Urus versichert, zugelassen, Max Taylor. Frage Zugehörigkeit bekannt. Mach mir Mut, dankeschön. Kann ich mich bewerben, auch wenn ich nur am Wochenende spielen kann? Natürlich. Ja. Auch am Wochenende brauchen wir aktive Spieler. Ja, aktuell sagen negativ, würde eher sagen selbstständig. Mentor, an dem 911 Turbo S ist kein Kennzeichen. Du brauchst den schon? Ja. Ich mach mal einen Funkleiser. Hatte irgendwas dabei? 2 MEV hat er mitgehabt. Ja, Arme. Einen wunderschönen Werkzeugkasten. So einen wollte ich schon immer mal haben. Ja, positiv, aktuell nur eine Geisel. Aber ich kann mir nicht leisten. Aber Franz, das tue ich dir nicht an. Das machen wir mal uns aus. Das planen wir. Franz macht den Chat grüner. Er tut was für die Umwelt. Immerhin. Immerhin einer. Der Juwelier heißt Vangelico. Fällt mir das jetzt auf. Den Charakter macht. Vangelico. Also der Obermafia. Vangelico. Negativ kann linken 24 übernehmen. Ja, sonst lass den Wookie meine Edge schreiben. Ja, check. Hier kreist ein goldener A6, aber. X-Ray 47 ist für eine halbe Stunde. Wir gehen jetzt die Verhandlungen. Guten Tag. Täter kommt raus. Ein Täter zumindest. Hallo? Ach, da stehst du. Hallo? Ich stehe rechts neben Ihnen. Bitte? Ich stehe rechts neben Ihnen. Sehen Sie mich? Ja, kannst du ein bisschen lauter reden? Irgendwie macht der Urus fuck. Ja, jetzt. Ja, der macht ein bisschen Umstände. Ich weiß Gott. Ja, cool. Können Sie mich? Ja, jetzt höre ich dich. Ja, perfekt. So viel ich weiß, eine Geisel, richtig? Richtig, Bruder. Zwei Leute sind da drin, also sie und noch jemand, oder? Keine Ahnung. Ja, wäre gut zu wissen, wie viele es von ihnen sind, nur dass wir sicher gehen können, dass alles passt. Du knackst der Urus, Alter. Also ich sehe zwei. Okay. Ich und ihn. Könnte ich kurz mit der Geisel reden, wäre das möglich? Ja. Gut, der Geiselflüsterer. Ja, bitte bringen Sie mal raus. Gut, der Geiselflüsterer. Ihr dürft jetzt entscheiden, Freunde. Wen nehmen wir uns? Nehmen wir uns den Porsche vor oder nehmen wir uns den Urus vor? Ich bin für den Porsche. Ihr dürft es reinschreiben. Justin, danke für 2 Euro. Ich würde mir lieber die Highspeed-Verfolgung anschauen, glaube ich. Hallo? Moin. Moin. Steht der?
Ich stehe rechts hier, hinter dem Auto. Ich war auch verwirrt, Bruder. Das war ein Indiz, dass ich nicht das erste Mal hier bin. Ja, hallo, hallo. Hallo, geht's Ihnen gut? Sind Sie verletzt? Nee, verletzt nicht. Also mir geht's den Umständen entsprechend so, ne, wie man sich halt mit einer Pistole am Kopf fühlt. Alles klar, wir holen Sie da gleich raus, ja? Keine Sorge. Alles klar, danke. Einfach den Ding nachgehen, was die Geisen immer sagen und fordern, dann passt das. Dann holen wir Sie da ganz schnell wieder raus. Einfach ganz durchbleiben. Gut. Danke. Schönen Abend euch. Danke auch. Wir verfolgen den Trabant. So sowieso. So, bitte, Ihre Forderung. Wie lösen wir das am besten jetzt? Am besten kommen wir hier frei weg. Mhm. Er macht das Ganze schön fair. Und keine Nagelbänder. Dann haben wir alle. Kommen wir alle heute gut nach Hause. Sie wollen ja einfach frei abziehen, keine Nagelbänder. Richtig und schön fair, weil. Hat Speedy da draußen, kann Civic stehen? Wenn Civic ist für den Porsche. Schrittverfolger Urus. Okay. Daniel Woll. Ah, da. Matze. Okay, wir verfolgen den Porsche. Ich gebe das so weiter, ja. Weil Matze ja, und Daniel Woll verfolgen. Kuss. Kuss. Kuss, Brudi. Geiselnehmer wollen einmal keine Nagelbänder, einmal freien Abzug und faires Verhalten. Was ist denn das, Alter? Nagelbänder sind entfernt. Bader tut auch was für die Umwelt und macht den Chat auch mehr grün. Danke für 5 Subgifts. Bedankt euch bitte beim Bader und macht's für den Franz und für den Bader bitte einen Herzregen rein. Herzen für die beiden. Dankeschön. Ich glaube noch 4 andere. Ein Mustang, 4 andere. Genau. Aber kein Offroader halt, ne, weil ein Lago halt. 911 Turbo S. Okay, okay. Nagelbänder hatten sie ziemlich dreist vorne direkt an den Blumenkübel gelegt. Nachdem noch die, nach dem. Ja, okay, gut. Nee, also bevor ich los bin, ne? Dann habe ich gesagt, okay, Geisel gegen keine Nagelbänder, dann sind wir cool. Ich glaube, der da draußen will was von dir. Achso. Der stellt sich aber auch komisch, muss ich sagen. Alle anderen stehen immer Frage, brauchst du noch Unterstützung beim Jubel? So, Forderungen stehen, wurde alles nachgebracht. Ach, du Scheiße. Nagelbänder, freien Abzug, eine faire Verfolgung. Ist alles durchgegeben worden. Ich hab noch eine Frage, Bruder. Bitte. Wieso standest du da dran? Weil bis jetzt immer standen die so hier. Wieso hast du dich hier so versteckt? Weil ich erstmal sicher gehen wollte, ob hier noch andere Leute drin sind, weil man weiß das ja nicht. Ja, aber als ob wir jetzt direkt durchschießen, Bruder. Das wäre ja dumm. Nein, aber ich sag nur, es ist einfach zur Sicherheit. Er macht's anders. Ja. Gut, der Eigentümer. Vor allem auch Scheiße. Wenn das Backup da ist. Ich habe erstmal geguckt, wir erstmal die Lage geguckt, weil es kann ja sein, dass sie nicht so gerne anzusprechen. Wenn ich jetzt mit ihnen normal rede, stehe ich. Frage, mein Handy kriegst du ja wahrscheinlich nicht zurück, oder? Das kannst du dir gerne von denen da draußen holen. Die werden dir sicherlich nicht mal wieder, wenn ich ins Knast gehe. Kannst froh sein, dass wir dir dein Map abgenommen haben. Ja, das ist auch wieder wahr. Schon wie ein Knast geht, weil er was dabei hat. Bitte. Weil er hat manchmal nach meinem Namen gefragt, wer weiß, ob die mich überhaupt durchsuchen. Ey, herzlichen Dank an Krieger363. Ja, macht hier 20 Subgifts. Hier rausgehen, oh, jo, Alter. 20 okay. Subgifts. Freunde, das sind 100 Euro. Das ist 100 Euro wert. Ey. Aber das macht Krieger immer, ne? Das macht er mindestens einmal im Monat. Und die Betonung auf mindestens. Ey, herzlichen Dank, Chat. Macht jetzt mal einen riesen Herzring. Dann machen wir mal für ihn hier einen Knaller. Dann Hashtag Danke, Krieger. Hashtag Danke, Krieger. Fertig 19:10 Uhr. Das heißt, wir werden wahrscheinlich mit Weimar, weil Weimar wird wahrscheinlich den Porsche fahren. Weil es ist einmal das Verfolger Matze und das ist einmal die Highspeed. Wir sind gerade sehr grün hier im Chat. Es wurde begrünt.
Mir gefällt's. Justin X37, ich danke dir für 2 Euro. X-Ray 11. Nein, ich bin lebendig. Warte mal, wer hat denn das hier? Carsten Wunder mit 1 Euro. Nein, ich bin lebendig und nicht im Krankenhaus. Tanja, du bist echt süß. Alles klar, dann freut mich, dass dir gut geht. Ja, wir machen uns gleich auf den Weg. Zur Information, ich vermute außenstehende, dass sehr viel gefunkt wird. Ja, vielleicht denkt dieser, dass es... Okay, bitte, wir merken uns. Einer ist Weimar und falls es bei den anderen hakt, dann müssen wir zu Old Eule wechseln, falls der schnell wegkommt, weil dann haben wir alles im Blick. Dann sehen wir nämlich alles von oben. Ja. Ich hoffe, du hast geflüstert. Die funken mit sich selber. Die reden nicht, die funken. Sie glauben, sie sind irgendwie außen. Ja, als Information, ich glaube, es ist bestätigt, die haben irgendwo außenstehende Leute, der ist gerade direkt neben gestanden, hat trotzdem gefunkt. Ablenkung. Nicht schon wieder, kein. Mein Chat rettet die Erde. Ist den grünen Teil davon. Das Bellen waren vorhin so anstrengend, dass es jetzt schläft. Kollege. Toll. Ja, bitte? Kannst du noch vielleicht den weißen bisschen nach hinten fahren? Der. Das ist meiner, ja, den Pfeil nach hinten. Gruß. Kommt ein paar mehr Richtung quer. Ich gab gerade noch eine Forderung, dass der King-Kollege einmal sein Fahrzeug auf der. Ja, kein Problem, ich fahre schon nach hinten. Hier da hinten ist ein Korb. Okay. Macht er gerade die Kniebeugen hier? Für größere Schenkel. Informativ, wir werden von einem Maserati beobachtet. Entschuldigung. Nein, sofort raus! Okay, aber die gehören gar nicht zusammen. Sofort raus hier! Nein, 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 geht raus jetzt aus der Sperrtonne! Dem geht's aber gut, oder? Geisel kommt raus. Denen geht's aber eh gut. Genau, einfach zu mir. Okay, ja, wir werden bei Weimar. Die Lana macht den Rad. Die steigt nur in den Porsche. Nur mit dem Porsche. Oh, die flüchten. Okay, die Entscheidung wurde mir leicht gemacht, Freunde. Okay. Wir schauen dem Porsche zu. Atze. Wir versuchen erstmal wieder so. Sie flüchten nur mit dem Porsche. Okay. Der Weg muss dann Offroader. Check die Offroader bitte auch mit der Verfolgung an. Das ist hier nicht wahr. Soll ich noch was im Ding drin? Hängt an auch. Die Mechaniker werden jetzt direkt pisst sein. Tesla. Aber Matze fährt nicht schlecht und Weimar fährt auch nicht schlecht. Also es könnte geil werden. Der erste Weg konnte nicht fahren und da ist eine Ampel runtergefallen, kurz vor dem. Jetzt müssen sie wieder ein bisschen. Oh! Jetzt müssen sie wieder ein bisschen aufholen. Ich habe das Gefühl, es könnte eine geile Verwirrung sein. Ich den ein bisschen erst geholt. Aber fast schade. Matze ist noch. Aber oh, die müssen jetzt Gas geben. Die müssen da. Ich habe aber das Gefühl, der Porsche kommt weg. Das BD fährt im Moment noch zu schwammig und jetzt kommen erst diese fiesen Gänge. Jetzt kommen erst diese fiesen Gänge da hinten. Ja, jetzt kommt erst die Scheiße da hinten. Da brauchst du einen Civic. Weil da kommt der Ding nicht nach, da muss dann. Dachte schon, Speedy rammt sich hinten selber weg. Das verstehen die also unter einer Bärenverfolgung. Wie viele Autos haben wir da? Ich hab grad keinen Überblick. 5 Autos.
mindestens. Civic muss dann ja, drei SUVs. Bin ich geil. Bin ich geil, wenn so viele Autos draußen sind. Sie haben Plan B. Frag mich halt nur, ob das Uro jetzt so viele SUVs hinter uns dran hat. Aber mit dem Porsche ist es definitiv möglich, die abhängen. Kommen wir da mit dem Porsche eigentlich hin? Ja, ne? Wir müssen. Wir werden eigentlich auch vorgehen, wir müssen erst besser. Es ist definitiv möglich, da zu flüchten. Wenn du ein Civic los bist, dann bist du eigentlich. Okay. Warum ist da ein Auto gestanden? Das war knapp. Mal nach hinten geschaut und dann sowas. An der Tankstelle. Boah, das hätte den Banal nach hinten geschaut und dann sowas. Ja, ich guck nach hinten und update das. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu dieser riesen Kage. Wir sind hier. Wir haben hier die Herausforderer. Violetta Porsche wird gejagt von. Da jetzt hin, oder? Was ist denn das? Das ist grauer. Na, dann da vor links, Ammunition Nationalbank. Fährt an der Ammunition Nationalbank vorbei. Alter, das lockt jetzt noch VIPs an. Aber bis jetzt geile Verfolgung, sie ist nicht nach 10 Sekunden vorbei. Ah, ja. Fahren links Richtung Rockford Plaza. Civic wird echt gleich wieder links Richtung Isarberg. Ja, der Civic ist in der Stadt echt gut. Wieder links hoch Richtung Norden. Ja, der Fahrer vom Civic. Matze. Wieder links ab. Nagelball, lüftet euch mal irgendwo Nagelbänder hinwerfen. Wir können bei den Porsche ein Team Gummibären wandern für Violette. Wobei gibt es violette Gummibären? Ich glaube nicht, ne? Ja, er hat den Moment Civic hinten dran. Oh! Ja, okay. Verpiss dich doch einfach. Das wäre ein bisschen scheiße. Also ich habe das Gefühl, dass das eine Spritverfahrtechnik ist hier. Woher immer da kommen, wir noch ins Mann. Wir haben noch nichts gemacht und die pitten einfach. Ja, was heißt pitten? Der hat sich einfach richtig dumm einen Weg gestellt. Ist ja noch schlimmer. War doch kein Pit. Hat er sich selber eingepittet. Müssen wir eh. Gerade aus. Matze bei der Formel 1. Bei der Formel Matze. Fahr da jetzt nicht eine Motorrad lang vorbei, dann sehen die den noch. Taxi-Cap vorbei, fährt rechts in Formel Matze. Über den Highway hätte ich gesagt. Ja, und es hat irgend noch. Jetzt auf der Überquerung East Highway, fährt auf den East Highway, fahrt Richtung Sandyshores auf. High-Speed-Feeling. Possible. Nein, der Porsche ist eh hinten links jetzt ein bisschen demoliert. Ja, dann Attacke. Die beiden Bikes sind zugeschlossen. Du musst aufschließen. Zwei Bikes? Das ist wichtig. Abgefahren, jetzt gleich Höhe Casino. Steigen um. Fährt ins Casino. Da wird ein Heli stehen da hinten. Heli? Was für ein Heli? Ich bin jetzt auf der Sandstrecke. Gut, wenn die so viel Gas geben, dann geben wir auch wieder. Rennt ruhig, kein Ding. Was soll denn der Scheiß? Keine Ahnung. Rechts, ne? Richtung ja. Süden. Ist jetzt unterhalb bei den Boxen. Hier stehen zwei Motorräder, Kostmotorräder, Kostmotorräder. Oh, den einen haben sie. Die Offroader vor allem haben sie. Den einen haben sie! Ah, ich hab ihn vergessen, die Beute zu geben. Max, du bist dein Held. Einmal die King Unity her für den Arschbuch. Hey, aber das. Dann natürlich. Okay. Ja, aber das Spot war smart, Alter. Eine Person weiter flüchtig Richtung Mirror Park, Richtung FD. Ich fährt ihn jetzt auf dem Cross-Motorrad, Mike fährt. Hey, den haben sie aber gerade geholt. Du darfst jetzt einfach nur nicht fetzen, Alter. Da hast du noch Licht.
Stark. Wo? Kannst du mich beim East Easter an der Tankstelle abholen? Set 1. Sichtkontakt. Negativ, ich habe mich hier festgefahren, oh, kein Sichtkontakt mehr. Der ist vermutlich irgendwo abgefahren. Ja, aber die Stelle ist geil. Waren auf der KTM wahrscheinlich. Der ist über alle Berge. Bei KTM, ja. Check. Er ist über alle Berge. Ey, war aber geil. Einen haben sie nicht. Gut gefahren. Beide gut gefahren. Mal den Berg hoch beim Mirror Park bei der Kartellstraße. Aber es ist ja, check, nur eben Porsche sichergestellt. Victor von der Kartellstraße schon den Berg hoch. Linkeltet informiert mal Mechaniker für Porsche und Motoren. Ja. Ja. Und war cool. S-E-T-H, Leerzeichen. Warte mal, ich such gerade noch einmal, da war das. Ich hab angemeldet, versichert, Sef Underwood, das wäre Pizzeria. Da, Underwood. Frage, wo war letzte Sichtung von dem Crossbike? Letzte Sichtung vom Crossbike war Höhe Casino-Fahrtrichtung. Hero Party. Warte, ich fahr mal Richtung Drogendealer. Bin gespannt, ob die irgendwie. Ja, könnt ihr den mal schon mal durchsuchen, ob der irgendwelche. Haben die denn haben? Heute oder ohne Beute gefangen? Mit Beute? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Der denn ist. So, informativ: der Herr ist ein Herr Max Taylor, hat nichts bei sich. Oh, sie haben den ohne Beute. Der Urus war auf den versichert und zugelassen. Sie haben den ohne Beute. Wollmer hat die ganze Beute. Oh oh, Stinky. Dann geht einer in den Knast und einer geht in Geld baden. Na, immerhin können sie die Knastrechnung damit bezahlen. Ja, war nice. Vielleicht haben sie noch, vielleicht finden sie den nochmal. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, der ist jetzt schon über alle Berge. Ich denke, das hat den informativ am Stausee, soweit keine Feststellung des Motorrads. Auf Offroad Motorrad, Mike 36. 10-15, 10-19, Mission Row. Ey, war ein geiler Raub. Beziehungsweise war die Verfolgungsjagd hat Bock gemacht. Der Raub war halt so mehr. Ja, ging vor, wir haben ein Match bei der DNA-Spur, die im Porsche gefunden wird. Es handelt sich um Seth Underwood. Oh, dann haben wir unseren zweiten. Immer ja. Fahndung. Geil. Bezüglich Fahndung hätte ich noch was linken 13. Könnte ich dir immer per Draht machen? Natürlich. Ja, check. Ja, gut. Sie haben's, sie haben's. Vorher, wer schreibt die Fahndung? Sie selber. Der Link übernimmt das gleich. Warte mal, ist der Wolf wieder? Wolfgang? Lincoln 30, 1076, Mission Road bitte. Sie geschlichen. Nicht mehr da. Okay, ich fahre wieder mit meinem. Ich mache wieder meinen Cyber Homeland Truck. Echte Homeland Trucks. Alter, fährt gerade eine Crossi Richtung Nationalbank sehr schnell. Ganz fertig ist gerade bei der Nationalbank. Er ist abgebogen, Casino. Schade. Welche Fahrtrichtung ist der Batscher? Der ist Casino abgebogen rechts. In Richtung East Ham. Ja, check, weil ihm hier wäre nämlich nicht entgegengekommen. Sei jetzt auf der Richtung 1 zur alte 107 Straße. Ja, check. Sah nämlich aus wie die Crossi, die vorhin auch hier stand. Oh, ich könnte da oben zu den Stadtwerken hinfahren. King Unit, bin die einfach geradeaus weiter, Stefan. Ich fahr zu den Stadtwerken. Mike 30 kommt mal auch auf die alte 107 Straße. Mike 36 im Traffic. Jetzt mache ich den Funk wieder leise, aber jetzt brauche ich den eh nicht mehr. Eine andere Einheit bitte den Fahndungseintrag übernehmen. So. Big 29 würde sich besser Dispatch kommen. Aus dem Weg. Müsste den Stadtwerken. Ist die Motorcross?
die auf der Flucht ist. Die fährt da gerade noch vor mir. Aber oh, den Sventi wäre nett. Jetzt hast du Sichtkontakt. Ach so. Das wird leider nichts. Ah, die, das bin ich. Warte mal. Das bist du, war super. Victor Fortune wird eben den Fahndungseintrag gesetzt. Sag mal, hast du deinen Tesla verloren? Hindernis. Ja, das ist richtig. Es ist ein Hindernis. Hindernis. Das ist immer noch ist richtig ein Hindernis. Hi, grüß dich. Hey, Scheiße, es ist ein riesig. Hör ich öfters. Bitte wenn. Der trotzdem mittelschwerer raus. Ja, kommt jemand. Achtung, Einbahn. Ich hab den jetzt nur abtransportiert. Ja, link bis ich selbst jetzt übernehmen. Können wir mit dem Cybertruck zu Andrea fahren? Adam 29 informativ, letzter Dispatch-Lieferung auf LAX. Das wäre lustig, jetzt zu Andrea fahren. Im Cybertruck. Mike 36, 1076 Mission Row. Informativ, die beiden Math-Päckchen sind auch bereits in der Asamage. Letzter Dispatch ist wieder so ein Tesla, der verrückt ist beim Mechaniker. Ich will jetzt euer Cybertruck. Das ist. Ja, ich hab den Tesla gesichtet, der ist jetzt vor. Mhm. Ja. Frage, wie stark ist denn der Tesla? Also schiebt der normale Fahrzeug auf die Seite? Frage. Nee, einmal der Drehmoment, das ist knallt, als wenn schon was Schweres. Okay, 50 der responding mit Bearcat. Oh, jetzt geht's! Ich werd mit der Bearcat wegknallt! Könntest du bitte einmal in den Fahndungseintrag reingucken, ob das so okay ist oder ob was fehlt? Passt. Wär noch ganz nett, wenn da irgendwer eine Bodycam vielleicht so reinstellt in die Ermittlungsakte. Ja, am besten King fordern, oder? Ja. Ja. Jetzt kommt. Cybertruck, wir stehen gerade hier. Bitte geben Sie die gewünschte Route ein. Gefahr, hinten, links. Guten Tag. Cybertruck ist immer noch leer. Guten Tag. Tag. Habt ihr nochmal einen 1020? Guten Tag. Ideen? Bitte geben Sie die gewünschte Route ein. Sie sind an Ihrem Ziel angekommen. Braucht ihr da noch irgendwie Unterschied? Aktuelle Ladekapazität liegt bei 39%. Geschätzte Reichweite 200 Kilometer. Das klingt nicht so super. Wir bleiben einfach hier stehen, würde ich sagen, oder? Liebes diese, Fahrzeug? Diese Adresse existiert nicht. Super, ja. Bitte geben Sie Ihre Route ein. Abbrechen? Bitte geben Sie die gewünschte Route ein. Das Fahrzeug hat die ganze Zeit pro Route eingegeben. Gefahr. 50 cm vorne. Gefahr. 50 cm vorne. Gefahr. Ich glaube, der Cybertruck hat Komplexe, dass das 50 Gefahr. Zentimeter sein soll. Gefahr. Ja, ja. Gefahr. 50 cm voraus. Gefahr. Cybertruck korrigiert. Gefahr. Vorne links. Gefahr. Vorne 50 cm voraus. Cybertruck korrigiert.
Irgendwo muss der doch ein Remote haben. Gefahr behoben. Warte mal, vielleicht muss man da irgendwo reinpieksen, damit der resettet wird. Schönen oder so, dass guten es sich hier Tag. Runterfährt. Gefahr. Person mit Messer. Setze Fluchtmodus ein. Darf man jetzt sagen, dass der Tesla gerade flüchtet? Weil man mal anders Fluchtmodus aktiviert, also ja. Bevor ich abhaut, dann flüchtet er. Braucht ihr da noch Unterstützung? Okay, blöde Frage. Mit Erlaubnis und seitlich schießen, bis er sich nicht mehr weiter bewegen kann? Nachdem da keiner drinnen sitzt, werden wir von niemandem die Rechte. Ja. komplett überfordert. Na, ich bedenke, dass du aber nur ein paar Sachbeschädigungen begehen würdest, wenn du den in der Wand schießt. Da fährt ein Auto ohne Fahrer durch die Gegend. Ich bin nicht vor Ort, deswegen kann ich nicht mitentscheiden. Tja. Ist das Kennzeichen schon überprüft? Gefahr. Ein Meter hinterhalb. Gefahr. Tasche oben hier. Gefahr. Und 50 cm voraus. Gefahr. Ja, mir geht's jetzt 10 cm. Gefahr. Kurze schwarze Hose. Genau. Eine bei X-Beinheit für links und das Kommen. Gefahr. X-Beinheit, du hört. Euch bitte einmal jemanden. Haben die Mechaniker irgendwas dazu gesagt zu dem? Dann wollte ich auch noch fragen, ob wir wirklich da einen Mechaniker mitfahren. Wieder was machen. Stellst du dann gleich ein Bild in die Oder einfach als Fahrer einsteigen. Schönen guten. Ich glaub, bitte steigen Sie in das Fahrzeug ein. Ich glaube, es hat sich von alleine zugeschlossen. Ich will auch irgendwie nicht einsteigen, auch wenn er das auffordert. Bitte schädigen Sie die Schnalle. Das stecke ich mal als Beifahrer ein. Nein. Bitte steigen Sie ein. Nein. Bitte verwenden Sie die Spracherkennung, um eine Route einzugeben. Tesla, abschalten. Tesla, aus. Oh, ah, okay. Oha. Ja gut, da wäre ich bitte jetzt bitte nennen drauf. Sie das Codewort zum Abschalten. Ach, Codewort. Das ist das falsche Codewort. Cybertruck. Das ist das falsche Codewort. Sie haben noch zwei Versuche. Ja, informativ. Wir müssen gut überlegen. Vielleicht Codewort Rammstein. Das Codewort ist falsch. Was? Sie haben noch einen Versuch. Wie wär's mit dem Hersteller des Wagens? Ich habe jetzt persönlich der nicht Hersteller nur von Elon dieses Musk. Wagens ist Tesla. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? An die Seite fahren und stehen bleiben. Tesla Navigation und Route planen. Tesla fährt Mission zur Seite. Parkplatz. Das bezahlt sowas von. Wollen Sie unsere Dienste annehmen, dann geben Sie bitte die gewünschte Route ein. Route Mission Row PD Parkplatz. Frage, wie ist der Status mit dem Tesla? Ich kann keinen Beifahrer fühlen. Bitte setzen Sie sich in das Fahrzeug. Also ich überlege halt gerade tatsächlich, ob das sich lohnt einzusteigen und ob das hallo, dann wirklich macht, oder ich einfach ich nur weggeschifft werde. Ich habe das Fahrzeug von dem Herrn Underwood, das fährt gerade. Also er will bitte steigen Sie ein, um die gewünschte Route anzutreten. Ja, check. Ich weiß nicht, ob das eine Idee ist. Ich weiß es auch nicht. Ein GT, wie heißt das nochmal, von Mercedes. Tesla wünscht einen schönen Tag. Die Black Series. Die Black Series, dankeschön. Ja, dann bitte eine Highspeed, oder nicht? 30? Die
Lass den mal weiterfahren, bis er unten Richtung LA einfährt, weil dann dann würde ich da nämlich mit der Backhead blockieren, dann kann er nur noch zurückfahren. Deshalb ist er da keinen Sichtkontakt mehr, so schnell weg gewesen. Die Ampel ist rot. Bodenplanung wieder neu starten. Ich weiß nicht, ob er jetzt durch die Ampel ist grün. Freie Fahrt. Aktueller Ladestatus 35%. Sie fahren über Graveseed und eine andere Einheit fährt dann über Sandy. Geschätzte Reichweite 180 Kilometer. Sag mal, dass er rechts anfahren soll. Bin aber lediglich im Start. Anhalten. Guten Tag. Wollen Sie die Dienste von Tesla Industries nutzen? Ich möchte gerne die Routenplanung nutzen. Routenplanung aktiviert. Wo war denn ungefähr letzter Sichtkontakt? Beim Diner vorbei. Tesla, wem gehörst du? Ich gehöre der Tesla Company. Hat dich keiner gekauft? Nein. Was machen wir jetzt am besten mit dem Tesla? Er hat sich jetzt wieder bewegt. Der Tesla sagt, dass er keinen Besitzer hat. Der kommt direkt aus der Produktion. Versuch mal, die Umgedauern-Fahrzeug aktuell eine Gefährdung aus. Frage, bist du von der Produktion geflohen? Diese Frage liegt außerhalb meines Kompetenzzentrums. Er kann auch nicht sagen, dass er geflohen ist. Also aktuell steht er, aber ich weiß nicht, was mit dem Gerät noch passiert ist. Bitte geben Sie die gewünschte Route ein. Aktueller Ladestatus 34. Hat einer auf der Schnelle? Geschätzte Reichweite 175 Kilometer. Tesla fährt weiter. Beug dich mal Beifahrerseite hinten rein und unter dem Sitz müsste theoretisch die Notfalltrennung für die Batterie sein, dann kann er eh nichts mehr machen. Ja, er setzt sich gerade hier in Bewegung. Wir versuchen, dass er dann wieder steht. Stopp. Kollision. Hinten. Kollision. Hinten. Gefahr. Vorne. Gefahr. Hinten. Kollision. Tesla. Kollision. Tür öffnen. Tesla öffnet. Keine Tür. Fahrzeug beschädigt. Ortstelle East Highway, das ist auch noch ruhig. Das Öffnen der Türe rechts hinten ist nicht möglich. Fahrzeug beschädigt. Bitte kontaktieren Sie die Wartungsfirma. Zur Information gesucht wird eine Black Series, schwarze. Ich rufe mal die Mechaniker. Ich frage, ob ich den Gradstand einwerfe. Ich möchte die Tür aufmachen. Versuch mal, ich komme auf die Mechaniker nicht zu. Ich werde nicht informativ der Black Bay auf der Straßenstelle zu und dann teilweise. Das ist, was die Kollegen gesagt haben. Ich glaube, er fährt über die 127 Straße. Tesla öffnet die Beifahrertür. Genau. Die Beifahrertür kann nicht geöffnet werden. Das Fahrzeug ist beschädigt. Wollen Sie die Selbstreparatur aktivieren? Bitte wiederholen. Ja. Tesla sucht nächstgelegene Werkstatt. Nein, nein. Ich brauche jetzt eine Ladestation. Muss, glaube ich, tatsächlich sogar linken. Wo sind die? Wo ist eigentlich die nächste Ladestation? Bezüglich, das Supreme Court hat angeöffnet, die Marshals haben angefragt, ob wir. Ich weiß, am Autohaus unten ist eine Ladestation, ne? Ich weiß nicht, ob das in meiner Entscheidung. Ich glaube, ich fahre mal zum Autohaus, weil da ist eine Ladestation. Ist halt, dass wir selber gar nicht viele haben, ne? Ich könnte rüber, wenn mich noch jemand unterstützt, dann müsste aber jemand ins County wechseln. An der Werkstatt ist aber, glaube ich, keine Ladestation, oder? Ich fahre nochmal runter. Ich glaube, im Autohaus nur. Oder ist bei der Werkstatt auch eine? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Wollen Sie den Performance Mode aktivieren? Performance Mode aktiviert.
ausführen können. Fahren wir zum Autohaus. Doch, sind welche? Okay. Ja, ich war mir nicht sicher. Beachtung der Verkehrsregeln wurde deaktiviert. Das war ich querfällt ein darüber. Ich fahre jetzt mal die Straße über Richtung Orangenverarbeitung. Magnetische Ladestation gefunden. Tesla lädt. Systemanalyse folgt. Selbstreparatur kann nach der Analyse erfolgen. Drücken Sie dafür den Knopf. Drücken Sie den Ladestation erkannt. Das war's. Geschätzte Ladedauer 2 Minuten bis 100%. Geschätzte Reichweite nach dem Ladevorgang 800 Kilometer. 800 Kilometer. Selbstladestation von Tesla. Versuchen wir jetzt nochmal bei den Türken. Ja, eine gute Idee, aber vorne öffnen. Die Türe kann nicht geöffnet werden. Das Fahrzeug befindet sich im Wartungsmodus. Er ist im Wartungsmodus. Kannst du ihn fragen, wie lange noch da drin ist? Wie lange bist du noch im Wartungsmodus? Bis ich fertig bin. Kann Tesla einschätzen, wie lange das dauert? Geschätztes Ende des Wartungsmodus 1 Minute. Hallo? King 4, da ist ein Verkehrsunfall an der Kreuzung vom. Immer noch beim Autohaus. Ja, ich funke gerade durch. Das waren, soweit ich weiß, Pizzeria-Mitarbeiter, zumindest war da Theo Werner. Geschätzter Fortschritt des Ladevorgangs 85%. Geschätzte Reichweite dieses Fahrzeuges 700 Kilometer. Die ist schon bei euch? Negativ, kein FD da. Okay, perfekt. 10 vor, dann informiere ich die einmal, die stehen am Hauptplatz. X-Ray fertig, 47. Kommen. Das ist Frage. Das ist ja. Fertig. Update. Checken. Alles auf neuestem Stand. Parkmodus. Tesla startet. Nein, parken. Parken. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Da ist gerade eine Verfolgungsjagd, da muss ich fast hin. Und jetzt höher Preise Checker. Black Series vielleicht. Ja, positiv. Ich muss da kurz hin. Hier fahren jetzt die Straße Richtung East Easterway. Ich kann schlecht dranbleiben. Ich muss mal kurz die Verfolgungsjagd angucken. Er flüchtet denn überhaupt? Wollmer? Ah, Wollmer flüchtet. Da hat's ihn gezwiebelt. Auf die Raststätte.
gerade zuschauen, ob da alles in Ordnung ist, weil ich bin da. Ich bin der einzige Admin nämlich. Ja, im Gegenverkehr ich habe noch Lichtkontakt. Der will wahrscheinlich über den Gegenverkehr auf mich fahren. Negativ ist wieder auf normaler Fahrbahn. Kennzeichen bin weg, das ist genau mein Humor. Was labert euch der Kopf oder eigentlich? Ja, sind jetzt für Today, weiter Richtung Richtung Interway. Jetzt müssen wir sein. Ja, war die Suche. Dann hat sich das bestätigt mit dem. Nicht abgefahren, weiter Richtung Walmart. Wir sind ganz schwach im Horizont. Ja, ich komme hinter die Müller. Keine Eisbücher. Ich bin jetzt Mautstelle, der ist viel weiter vorne. Was ist denn noch Mercedes, Bruder? Ich höre Silo schon. Abgefahren. Boah, das sieht weiter, Bros. Aktuell der Biker-Bar. Ja, jetzt haben sie verloren. 36 hat Highway Auffahrt, Graves sieht auf. An der Lage, wenn der Highway Auffahrt. Jetzt haben sie verloren. Janus, du musst alleine dran bleiben. Aktuell kein Sichtkontakt. Wart ihr rechts? Ja, ne, Moment, ich fahr rechts. Jetzt haben sie verloren, ja. Sichtung near Graves Seat. In Graves Seat sein. Ah, ist nicht. Ich bin an der Highway Auffahrt, soll ich Nagelbänder legen? Positiv, die Nagelbänder. Scheiße, wie komme ich jetzt wieder in meinen Tesla da rein? Irgendwo in Grapeseed sein. Oh Scheiße, Alter. Informativ an folgendem 1020 liegen Nagelbänder. Von Grapeseed kommt möglichst links halten. Ja, da sieht man, dass er nicht vorgeladen ist. Also ich höre nichts und irgendwie ist es aus. Sie sind mal nicht die berechtigt, dieses Fahrzeug zu steuern. Sie sind nicht berechtigt, dieses Fahrzeug zu lenken. Soll ich vielleicht, ich habe gerade Angst aus. Steigen Sie aus. Soll ich vielleicht aussteigen? Ich weiß es nicht. Bitte steigen Sie aus. Müsste aussteigen, oder? Sie haben 10 Sekunden Zeit, um das Fahrzeug zu verlassen. Oh mein Gott! Verlassen. Nein! Steig aus! Herzlichen Dank. Bitte wählen Sie die gewünschte Route. Hä? Und checkt mal diese alte Scheune oder die das Meth-Labor. Hangar geguckt, beim Flughafen? Negativ. Negativ. Ich glaube, der ist auch möglich, dass er die Highway-Brücke nimmt, also die, die Highway-Brücke. Nein! Ausschalten! Aus! Ja, die Motorhaube auch. Gewünschte Route war Mission Row das Parkplatz. Das Ding ist doch da gar nicht drin. Wollen Sie die Batterie ist irgendwo in drinne. Die Batterie ist drinne. Ja, und bitte will die Tür steigen durch Sie ein, um die Route zu bestätigen. Bitte steigen Sie ein, um die Route zu bestätigen. Der hat mir wehgetan. Ich bin dafür, dass er noch Körperverletzung bekommt. Wenn Sie die Batterie berühren, beginnt der Selbstzerstörungs- Oh, okay. Bitte wählen Sie die gewünschte Route. Ich hab's nicht genau gesehen, war ein schwarzes Fahrzeug. Ja, könnte hinkommen. Black Series ist schwarz. Victor 14, fertig. Türe muss verschlossen werden. Gefahr. Cybertruck fahr rechts ran. Gefahr. Einen Meter voraus. Cybertruck kann nicht weiterfahren. Parken verboten. Einfahrt. Cybertruck findet keine Möglichkeit,
Gefahr. Ausfahrt. Ganz schwach am Horizont. Man kann jetzt die ganze Zeit erstmal nur geradeaus fahren. Gefahr. Einer, der kann sich auch im Diner verstecken. Hinterm Diner. Da musst du ja weg, glaube ich. Ich brauche die Tesla-App. Ich habe die gerade. Ich muss kurz. Bitte wählen Sie die gewünschte Route. Keine Route. Abbrechen. Diese Adresse existiert nicht. Tesla aus. Wenigstens aus. Oh, der wieder ist wieder jetzt angegangen. Tesla an. Tesla aus. Aus. Aus, 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 aus. Tesla ist aus. Okay. Notstromverbrauch an, um nötiges Rücklicht. Okay, ich habe jetzt mal die Tesla. Ich muss mit dem Tesla gerade was anderes machen. Ich versuche jetzt zu verbinden. Ich glaube, ich muss einmal einsteigen. Bitte steigen Sie ein. Also, ich habe so Angst, wenn es schon so anfängt. Wir fahren nicht wieder zurück. Bitte verbinden Sie das Kabel mit der OBD-Buchse unter dem Lenkrad. Also wenn was ist, sind wir da. Also ich sag's ehrlich, ich würde es ja gerne riskieren, aber ich habe Angst, dass das ziemlich kidnappt. Das ist das Problem. War das nicht letztes Mal so, dass das Ding ist, eine Person gekidnappt hat? Halt? Aber ist es dreimal passiert? Sogar dreimal. Irgendwas müssen wir machen. Bitte geben Sie die gewünschte Route ein. Nee, ich muss aus. Also, wenn ich wirklich verbinden möchte, muss ich einmal einsteigen. Du steigst schnell ein und wieder direkt aus. Um sich mit dem Tesla zu verbinden, steigen Sie bitte ein und verbinden Sie das Kabel mit dem OBD-Stecker. Also, ich weiß nicht, ob du versuchst oder nicht. Mit deinem Auto abgeschlossen. Also, mein Schlepper halt, ne, aber muss man halt mal hinbekommen, dass man halt nicht funktioniert, ne, das Auto. Muss ich halt machen. Ich probier's mal. Wir fahren in der Wende, versucht das irgendwo hin. Ich warte, bis ihr bereit seid. Ich warte, bis ihr bereit seid. Warte. Bereit? Tesla öffnet. Bereit. Ja, ist auch nicht wieder in die Zerwäschflotte einmal gekommen. Oh. Herzlich willkommen im Tesla Cybertruck. Bitte geben Sie die gewünschte Route auf dem Navigationsmonitor in der Mitte der Fahrerkonsole ein. Mission Row PD eingeloggt. In der Mission Row PD Street 1. Geschätzte Routenfahrzeit 2 Minuten. Distanz okay. 2,5 Kilometer. Wollen Sie den Turbo-Modus aktivieren? Den Turbo-Modus? Nein. Hoher Energieverbrauch? Nein. Können Sie es gleich erklären? Mach das nicht. Nein, kein Turbo-Modus, bitte. Im Turbo-Modus wird auf Verkehrsregeln verzichtet. Wir fahren mit Verkehrsregeln. Ich habe damit kein Problem. Ich habe Zeit. Wir fahren. Oh, scheiße. Ich versuche gerade zu verbinden. Es geht nicht. Bitte stecken Sie, um zu verbinden, den OBD-Stecker in die Buchse. Ah, da ist es. Kach, da. Das ist Kabel. Ja, so verbunden. Sie haben eine Verbindung hergestellt. Welche Möglichkeiten? Batterie? Irgendwas mit Batterie?
Hier, Batterie. Batteriezustand. Sag Bescheid, Vater, ich habe schon aus der Batterie. Batterie Akkulaufzeit. So also laut Route des Mechanikers sollte Batterie. Sie haben Batterie ihr aushalten. Ziel erreicht. Ja, perfekt. Sie haben hier, Batterie. Hier kann man die ausschalten, die Batterie. Mal da drauf, Batterie ausschalten. So, das heißt mal. Bitte benutzen Sie das Codewort, um die Batterie und das Fahrzeug zu deaktivieren. Das Codewort? Sie sind nicht zulässig, um dieses Fahrzeug auszuschalten. Bitte identifizieren Sie sich als der rechtmäßige Inhaber. Ich kann es nicht ausschalten. Fahrmodus aktiviert. Fahrmodus? Ich muss es doch irgendwie ausschalten ohne Berechtigung. Ja, Cybertruck weiter. Kann zurücksetzen? Muss irgendwo zurücksetzen, dass man auf mich läuft? Performance Mode aktiviert. Performance Mode aktiviert. Etwas langsamer Tesla, bisschen langsam. Sie haben Error. Error. Oh nein, oh nein. Error. Nicht Error. Nein. Error. Ich muss es doch irgendwie zurücksetzen. Error. Ich kenne mich der Tesla heftig Error. Aus. Error. Error. Hier. Schaden. Zurücksetzen. Vorne. Zurücksetzen, zurücksetzen. Tesla, auf zurückgesetzt. Kann ich auf meinen Namen schreiben? Hier. Guck mal. Neues Gastkonto hinzufügen. John Ackermann, muss ich. Ihr müsst es gerade zurücksetzen, ich muss meinen Namen eingeben. Neues Gastkonto hinzufügen. John Ackermann, muss ich eingeben. Hier, John. John Ackermann, Benutzer angelegt. Perfekt. Kann ich jetzt gleich die Batterie ausschalten oder muss ich irgendwas dazu machen? Sie sind nicht der rechtmäßige Besitzer dieses wer ist der Besitzer des Fahrzeugs? Der Besitzer dieses Fahrzeuges ist Tesla Industries. Das ist ein Prototyp. Gefahr. Gefahr. Das ist ein Prototyp. Error. Error. Ja, ich versuch's gerade, aber ich hab da. Error. Ich find's aber nicht. Error. Gefahr. Error. Error. Ich kann die ausschalten, das tut mir leid. Error. 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 Gibt es vielleicht einen richtigen Besitzer des Fahrzeugs irgendwo? Error. Error. Oder ist es wirklich von Tesla? Ist es ein Prototyp? Error. 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 Nicht Error, stopp! Schalt mal an, halt an, halt an. Error. Error. Halt mal. Nicht Error. Nein! Sprachfunktion deaktiviert. Nein! Eventuell Vorfahren und Lagebänder legen? Scheiße! Ich kann sie ausschalten! Error. 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 Tesla, Error. Tesla, Tesla, Error. Tesla. Error. Error. Ich glaube, anders können wir vielleicht nochmal zurückziehen, weil die auf dem neuesten Stand. Die Sprachaktivierung ist defekt. Selbstdiagnose einleiten. Ja, bitte Selbstdiagnose kurz einleiten. Selbstdiagnose ja, wird eingeleitet. Versucht es zu stoppen! Selbstdiagnose eingeleitet. Selbstdiagnose fehlgeschlagen. Wie Selbstdiagnose? Wollen, das hast du doch selbst eingeleitet. Wollen Sie die Selbstdiagnose neu? Person. Ja. Oh, neu berecht. Oh, mein. Oh nein. Selbstdiagnose bitte nochmal einleiten. Danke. Selbstdiagnose eingeleitet. Selbstdiagnose eingeleitet. Kann ich sie auf über meinen Namen laufen lassen, dass ich die Batterie ausschalten kann? Kann man das? Wo kann man das? Wo kann Selbstdiagnose. Reifen hinten defekt. Wie halt Reifen hinten defekt? Reifen hinten links und hinten rechts defekt. Wollen Sie? Wollen Sie die Selbstdiagnose starten? Keine Selbstdiagnose, bitte anhalten. Anhalten nicht möglich. Wieso die Anhalten nicht möglich? Das Anhalten ist nicht möglich, da das Fahrzeug in einer Gefahrensituation ist. Sitzen Sie da freiwillig drin?
Ich wollte es ausschalten, wieder mal zurücksetzen und ausschalten die Batterie, weil über per App funktioniert das, ja, aber ich bin nicht der Besitzer, weil ich ein Prototyp ist. John Ackermann, er hat einen Account bei uns registriert. Bitte anfahren, ich muss mich gerade im Tesla kümmern, der führt mich gerade. Wollen Sie die Selbstdiagnose starten? Fahrzeug. Keine Selbstdiagnose. Ich möchte, dass du das bitte anhaltest und die Batterie ausschaltest. Anhalten nicht möglich. Ja. Sie können die Batterie als rechtmäßiger Besitzer entfernen und oder ausschalten. Ja, dann muss er anhalten. Ich kann ja nicht aussteigen während der Fahrt. Fahrzeug anhalten. Überdreht. Überdreht. Anhalten. Hilfe. Nicht möglich. Doch, anhalten ist doch möglich. Du kannst doch anhalten, kurz hier. Anhalten. Ach, ich hasse E-Autos, wirklich. Anhalten nicht möglich, da sich Fahrzeug in einem Gefahrenmodus befindet. Welchen Gefahrenmodus? Du bringst mich doch zur Gefahr. Musst du mich nicht beschützen? Fahrzeug nützt. Cybertruck? Fahrzeug hat eine unbekannte Verbindung zum Fahrzeug. Wie unbedingt? Das bin ich! Ich bin auch der Gastgeber! Unbekannte Verbindung. Es gibt doch keine unbekannte... Oh, scheiße. Ich sehe alles rot. Unbekannte Verbindung. Cybertruck, rechts ranfahren. Er kann es nicht! Hinten. Der ist kaputt! Wollen Sie das Selbstreparatursystem aktivieren? Wenn es was bringt, dich anzuhalten, ja. Selbstdiagnose aktiviert. Reifen wiederhergestellt. Die Reifen haben sich gerade repariert. Reifen wiederhergestellt. Hey Tesla, fahr rechts ran. Oh, es hat weh die Reparatur. Au. Ich hab gerade schwarz vor meinen Augen. Ersatzreifen aufgeblasen. Error. Warum Error? Nicht Error. Stopp! Error. Nicht Error. Nein! Nicht Error. Kein Error. Es war eine dumme Idee. Diese gibt diese Selbstreparatur eigentlich, die Funktion. Unbefähigter Zugriff auf das Fahrzeug durch OBD-Stecker. Error. Herr Tesla, haben vielleicht. Könnten Sie jetzt den Tesla. Error. Bei Tesla Kollision. Anrufen. Kollision. Error. Kollision. Error. Herr Cyber, Herr Error. Tesla, könntest du anrufen, um das Fahrzeug zu stoppen zu können? Geht das vielleicht? Kollision. Ja. Error. Aktiviere den Notfallmodus. Hey, Tesla. Können Sie vielleicht einfach beim Tesla anrufen oder vielleicht dadurch verbinden, dass ich anrufen kann? Die Nummer von Tesla lautet... Ja? Ich wiederhole. Die Nummer von Tesla lautet... Tesla, du sagst mir nichts. Ich wiederhole das letzte Mal. Die Nummer von Tesla lautet... Tesla, du sagst mir doch nichts. Bitte geben Sie die gewünschte Route ein. Mechaniker, Werkstatt, bitte Werkstatt. Nicht gelegene Werkstatt. Wird gesucht. Geschätzte Fahrdauer 30 Sekunden. Bitte reinfahren in die Werkstatt und da stehen bleiben. Und nicht einfahren aber losfahren. Ist nicht möglich. Diebstahlgefahr. Kein Diebstahlgefahr. Hier ist ein Mechaniker, um es zu reparieren. Um das Fahrzeug zu. Sie haben ihr Ziel erreicht. Nein, aufs Gelände. Geländemodus aktiviert. Nicht Geländemodus, nein! Der hat irgendwann vom Geländemodus gesagt, wir brauchen dann. Ich kann den ausschalten! Ja, ich werde schon etwas. Sie sind nicht der rechtmäßige Besitzer, um dieses Fahrzeug auszuschalten. Kann man das ändern? Kann man das ändern auf meinen Namen? Bitte suchen Sie dafür Tesla Industries auf. Aber ich brauche doch die Nummer. Ich habe die Nummer nicht. Die Nummer ist nicht eingespeichert auf der App. Aktiviert. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Keine Geländemodus, bitte. Tesla, bitte auf Sportmodus bitte wieder wechseln. Sportmodus aktiviert. Sportmodus aktiviert. Tesla, bitte auf Komfortmodus. Danke. Komfortmodus aktiviert.
Hilfe! Komfortmodus ist aktiviert. Ich kann dich ausschalten. Wollen Sie den Geländemodus aktivieren? Kein Geländemodus, Komfortmodus. Gefahr. Keine Gefahr. Das sind Officer, die helfen Geländemodus aktiviert. Kein Geländemodus. Geländemodus deaktivieren. Ist die Route zur Gelände noch aufrecht? Nein, nicht aufrecht. Bitte zur Werkstatt. Werkstatt bestätigen. Bestätigen, ja. Bestätigen. Werkstatt bestätigt. Kollision. Bitte geben Sie die Route im Navigationssystem ein. Geschätzte Fahrdauer. Hamel, du kannst auch eine Weile dauern, weil du kannst nicht umschalten, weil Tesla Industries geht nicht dran. Kollision voraus. Kollision. Ja. Aktiviere ja, den Geländemodus. Weil ich wollte verbinden, ne? Ich wollte verbinden, ne? Und ich kann es nicht ausschalten, weil ich nicht der Besitzer bin. Das ist ein Prototyp. Die gewünschte Route befindet Tesla, sich bitte anhalten, 2 Kilometer entfernt. Ich will nicht in Gefahr sein. Error. Tesla, du musst mich doch beschützen, oder? Error. Unbekannte Verbindung hergestellt. Error. Was für unbekannte Verbindung? Ist das Mechaniker-Tablet? Error. Ich kann mit alles Error. Verbinden. Eine unbekannte Verbindung wurde über den OBD-Stecker aktiviert. Ja, aber du hast es mir doch empfohlen, Error. Tesla. Error. Tesla, du hast es mir empfohlen. Kollision. Kollision. Bitte, Hilfe jetzt! Kollision. Ich kann nichts machen, wenn ihr. Kollision. Mechaniker Rotor. Error. Oh. Kollision. Error. Oh. Hallo, geht's Ihnen gut? Ja, ich wollte das Ganze ausschalten. Error. Kollision. Was haben Sie gesagt zum Ausschalten? Tesla aus, oder? Nee, ja, man konnte... App zu verbinden. Tesla ja. aus. Die Sprachaktivierung ist defekt. Echt, das ist das Problem. Super. Error. Aber warum, wie konntest du mich dann verstehen, lieber Tesla, wenn die Sprachaktivierung defekt ist? Verstehe nicht. Die Sprachaktivierung ist defekt. Na, der sagt, wenn man den ausmachen will, der will ein Passwort haben. Aber wir haben ja das Passwort. Ach so. Das Problem ist, es ist ein Prototyp von Tesla Industries. Passwort. Hodenmums. Die Sprachaktivierung ist defekt. Es bringt nichts, weil es ist ein Prototyp von Fahrzeug Tesla ist zu stark beschädigt. Man kann es nicht ausschalten, ne, über die App, weil ich kein Besitzer bin. Wie wär's, wenn wir das gezielt sprengen? Er hat keinen Besitzer. Sie wollen... Doch, er hat gesagt, Sprachaktivierung ist defekt. Ja, aber so hat er keinen Besitzer. Der ist ausgeführt. Ja, aber... Also, entweder wir schieben Mask an oder wir sprengen das Ding hoch. Na, ich hab eigentlich das gedacht, dass... Weil ich wollte vorhin die Batterie ausstecken, konnte man nicht, weil dann irgendwie, selbst, Vielleicht kann das Ding die Sprachaktivierung ist defekt. Bitte geben Sie den Befehl manuell in der Mittelkonsole des Fahrzeuges ein. Einsteigen und Selbstzerstörung ein. Nee, du musst manuell eingeben. Man hat doch gerade gesagt, du musst manuell eingeben. Manuell ist das Passwort. Ich steig nicht das ist der Joker der Sache. Ich steig gar nicht ein und der Mechaniker bitte geben Sie den Befehl manuell ein. Ja, ich würde ja gerne manuell eingeben, aber ich komme da nicht rein. Auf der anderen Seite. So, ich tippe jetzt Manuel ein, ja? M-A-N-U-E-L. Manuel. Nein, Manuel. Manuel ist nicht in der Kontaktliste vorhanden. Wollen Sie ja, einen Kontakt Manuel anlegen? Ja, sehr bitte, gerne. Kontakt Manuel angelegt. Bitte fügen Sie eine Telefonnummer ich hinzu. Jetzt nicht weiter. 800? 2 mal die 6, 4 mal die 3, 3 mal die 3. Bestätigt. So, und jetzt? Machst du diese von selber aus und machst dich nie wieder an. Die Sprachaktivierung ist defekt. Wie konntest du dann die Telefonnummer und alles ein? Was ist das für eine Scheiße? Das ist das Problem. Manchmal reagiert er, manchmal aber nichts. Ja, was baut man da für einen Kack? Das ist Elon Musk. Ja. Das ist ein E-Auto. Was würde Elon Musk für ein Passwort nehmen? Was würde Elon Musk für ein Passwort nehmen? SpaceX. Problem ist, das Ding hat sich auch erst wieder vollgetankt, ne? Also von der Reichweite her.
Komm eigentlich nicht mehr weiter. Es hat, glaube ich, am Auto aus vollgetankt. Das Ding hat gesagt, es hat 8. Sie haben bereits viermal das Passwort falsch eingegeben. Kommen Sie am besten mal, gehen Sie mal ein bisschen weg von dem Tesla, ne? Ich steig da mal aus, oder kann Sie nachdenken. Nee, nicht bevor der, nicht bevor wie letztes gleich... Mal, wo er explodiert haben, ist. Sie haben einen Versuch. Ah, warte. Irgendwo hin unterm Rücksitz, irgendwo da ist eine Batterie, die kann man... Helles Orangenes ist das. Willst du dich schon so mal reinsetzen, falls was übersehen? Herzlich willkommen. Wie auf Wiedersehen. Warte mal. Ich bin noch verbunden. Ich verstehe das alles gar nicht mehr. Ach, ich hab's auch gehört, verstehen zu wollen, also. Also man konnte den immer sagen, Sprachaktivierung ist deaktiviert. Kollision hinten links. Das ist natürlich blöd. Die Ladekapazität des Tesla Cybertruck beträgt 95% geschätzte Reichweite 700 Kilometer. Wir machen das jetzt anders, wir nehmen dem jetzt einfach den Strom weg. Ich suche mal die Rettungskarte vom Gefahr von dem Cybertruck. Nähe der Batterie. Also irgendjemand hat gemeint, dass das so eine Rechtsinne ist. Sollten Sie nicht der rechtmäßige Besitzer sein? Ich spiele heute den Sohn, der die ganze Zeit angeschrien wird vom Vater, weil er das Licht falsch hält. Ich glaube, ich habe auch hier Licht gefunden. Ne. Hallo, das Licht wird falsch gehalten. Wird die Batterie abgeklemmt, wird der Selbstzerstörungsmodus eingeleitet. Oh, das ist das Problem. Lass doch, ist das Ding wenigstens weg? Der brennt ewig lang. Achso. Ja, besser wir haben die Tage erst einen gehabt, der gebrannt hat. Das ist das Problem. Der bringt doch Leute umsonst. Ja, deswegen... Also der Master Switch ist auf jeden Fall direkt drunter. Da ist eine rote Kappe drüber. Hört sie ja. Wer will freiwillig? Ja, einmal bitte jetzt nicht rauf. Ja, wohin? Also derjenige, der sich mit Autos auskennt, ist normalerweise der Herr Mechaniker. Der darf den roten Knopf dann. Sollen wir das einfach jetzt schon mal informieren? Ja, ich war zu lang. Soll ich am besten gleich so lange warten? Ja, Ladestatus befindet sich bei 93%. Wenn ihr bestimmt es wegfährt, dann fährt er weg. Deswegen lasse ich meinen Tacho stehen. Vielleicht am besten auch das da, was es ist, keine Ahnung. Ja. Bleib stehen. Linken 13 für Rookie 3. Vielleicht das FD rufen? Ja, bitte gehen Sie vom Fahrzeug runter. Ich probiere mal was. Muss ja alles mal probieren. Kollision. Böser Tesla. Angriff böser auf Tesla, das Fahrzeug. Böser Tesla, böser Tesla, böser Tesla, böser Tesla, böse, böse. Angriff. Nee, ich schau noch, ob das so steht. Nee, vielleicht geht's aber ja wieder. Aber tatsächlich, man fängt da an, nicht mehr zu fahren. Also die Batterie trifft, glaube ich, irgendwann mal. Ja, also da oben wird die wohl nicht drin sein, oder die Batterie? Doch, aber wenn sie vielleicht da vorne auch vorne muss aber auch eigentlich sein. Normalerweise nee, vorne Batterie, auch drin. Die Batterie ist unter den Sitzen bei dem Auto. Die Batterie ist im Dach drin für die Reichweite. Ja, da ist immer noch eine Notstrombatterie noch drin. Und die ist vorne. Herzlich willkommen bei Tesla. Bitte geben Sie die gewünschte Route ein. Er hat ein Reset gemacht. Der resetzt sich immer. Hallo, die Tür ist zu Tesla aufmachen. Hallo! Herzlich willkommen! So, ich gebe die Route ein, da fährst du hin und da ist der Schrottplatz, sonst verschloss ich von selber, okay? Dahin. Die Sprachaktivierung funktioniert nicht. Ich habe gerade den Schrottplatz eingegeben, man kann sich dort selber verschrotten lassen. Kollision! Ja, jetzt hier die Route berechnen, ja, die Route zum Schrottplatz bitte. Kollision! 50 Zentimeter vorne rechts. Ja, vorhin hat sich aber nicht ausgemacht, dass du Leute weggeschabbert hast mit dem Auto vor dir, ne? Kollision. Hinten, ja, jetzt links. Kollision, Hauptsache vorhin die ganzen Autos niedergefahren. Geht jetzt, aber wir kriegen es nicht aus. Weil wir müssen auf das FD warten. Wir können ihn auch so stehen lassen, ne? Ja, Problem, wir brauchen ja Luftfahrzeuge. Ja, gut, das stimmt. Wir sind auch da geklaut. Können wir nicht irgendwo aufbocken rein zufällig? Ich hab probiert, geht nicht. Wenn ihr Böcke dabei habt, dann ja.
Aufbocken ist nicht in Navigationssystemen hinterlegt. Aufbocken? Ah, doch, jetzt! Aber jetzt ah! Jetzt ist es gar nicht mehr. Perfekt. Jetzt auf einmal hört das, ne? So. Ja, komisch, ne? Ist er jetzt aufgebockt? Kommt er nicht mehr weg? Ja, ja, ich mach das ja wenn irgendwann richtig Gas gibt. Ich hab auch nur Angst. So. Jetzt müssen wir nicht das rote, ne? Hebemodus drin. Ich muss aber die Fahrzeuge wegpacken. Bist du Elektriker? Ich glaube, Starkstrom ist keine Idee. Soll ich vielleicht machen? Ist das Starkstrom? Kann man eingreifen? Ja, klar, das ist ein Starkstromkabel. Ja, das ist stark, ja. Achso, ja, das ist aber also das ist nicht das Kabel, aber das ist immer so ein roter Punkt. Vorne in der Motorhaube so eine Lasche sein zum Rausziehen, das sollte eigentlich ein Notaus sein. Der hat vorne eine Notstrombatterie noch. Jetzt ist das mal aufgebockt, das kann jetzt mal nichts passieren. Vielleicht aber auch als Deko einfach da so stehen lassen, ne? Könnte man, ja. Kurzer kann das weg. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt die Cat vorne wegfahre. Das hat nun gut. Lass mal stehen. Wir passen auf. Weil, also, er ist ja in der Luft. Das wegkommt er ja erstmal so nicht. Eigentlich nicht, ne? Physikalisch nicht. Weil, da wird sich freiwillig zum Cyberdruck an. Das Ding ist eh pottenhässlich. Eben. Es gibt sehr viele Leute, die sich vorgestellt haben. Bitte geben Sie die gewünschte Route ein. Bist jetzt leise, Cybertruck. Keiner will dich. Aber außerdem Sprachaktivierung ist eh schon. Ja, nee, manchmal versteht er was. Bitte geben Sie die gewünschte Route ein. Der Batteriestatus befindet sich bei 91%. Die geschätzte Fahrweite ist bei 650 Kilometer. 50 Liter. Fern, Fremdkontakt, Kofferraum. Nix Fremdkontakt, nur geschaut, in der Office ist offen. Der Kofferraum wurde geöffnet. Ja, natürlich wurde er geöffnet. Fremdkontakt. Was Fremdkontakt? Da, Fremdkontakt, ich greif dich an. Soll Tesla den Verteidigungsmodus aktivieren? Oh, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Oh nein. Frage Helmfrei, gab es Petschuss? Weswegen? Das Ding explodiert, dann komme ich nicht mehr auf. Dann zieht euch Helm im Not, da wollte ich sagen, dann hilft dir alles, aber kein Helm mehr. Man kann es versuchen. Nein. Bitte geben Sie die gewünschte Route ein. Bitte geben Sie die gewünschte Route ein. Tesla Parkmodus aktivieren. Linken 6.8 wieder im Punkt 1. Die Sprachaktivierung ist kaputt. Kannst du kommen? Fährst du bitte Orange County? Fahrzeug ist nicht mehr fahrtauglich. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrtauglich. Tesla, Fahrzeugstatus. Nicht fahrtüchtig. Sehr perfekt. Schön. Sehr schön. Ich glaube, wir können. Ja. Selbstzerstörung in 5. Oh nein! 3, 2, 1. Informativ, der Tesla ist in die Luft gegangen. Bitte einmal LSD hierher bestellen. Einmal bitte die komplette Kreuzung hier dicht machen. Verletzung? Negativ. Marcel, sorry, dass ich beim Meddeln weg musste. Hoffe, beim nächsten Treffen gibt's eine Wiederholung. Digga, ich hätte dich so zerstört, Alter, beim nächsten Meddeln. Digga, hätte ich dich gebrochen. Da waren noch ein paar Scheiben dabei. Anna, Wonder Woman ist meine Sis. In diesem Sinne, schönen Abend. Wonder Woman und Superman. Superman. Das ist immer wirklich Superman. Jimmy Weeks, danke für 5 Euro. Dankeschön. Und der Ziegenmann mit 249. Dankeschön. Manu mit VIP. Herzlichen Dank. Und Dinago Syra. Dankeschön. Aber hey, die hatten jetzt da ein cooles RP dadurch.
Jetzt gehe ich wieder Leute stalken. Ich habe ja noch eine Haftbombe eigentlich. Das müsste ich eigentlich so machen, dass da hinten so funken, dass der Busch da brennen anfängt. Dass alles ein bisschen so zum Fackeln anfängt, ja. Das Feuer breitet sich nämlich aus. Oh oh, stinky. Ich denke, das sollte mit Info, zieht euch mal bitte eine Maske an. Maske wie? Weil das ist dicker Rauch. Ich wollte keine Rauch. Digga, das ist eigentlich eine Batterie, die da brennt. Ja, so. Genug Einheiten, ne? Eigentlich ist eine Batterie, das ist ja hochgiftig. Mit 40. Ja. Mit 12 mit einem Trinity 6 mit einem weißen Maybach-Kennzeichen Morte leer 16 am Hauptplatz. Batterie brennt richtig gut, ne? Das ist geil. Raucht mir gerade richtig. Ja, Steffen, was ich hab zugelassen. Oha, wir haben 10 Likes geschafft. Und dabei habe ich heute gar nicht mehr so auf Like gegeiert, so wie sonst. Ey, Dankeschön. Da kommen wir mal der CJ vorbei. What in fuck's name are you doing? CJ, Buddy, hard jetzt mal hier. Buddy hard mit CJ. Dankeschön für ganze 10 Likes von euch. Ihr seid die allergeilsten. Mega. Ich freue mich so. Dankeschön. Einen Funken bisschen. Kauf deiner Kleinen ein paar Leckerlis. Dankeschön. Leckerli. Warte mal, ich guck mal. Okay. Das ist gerade nicht da. Normalerweise, wenn man jetzt Leckerlis sagen würde, würde es schon so vor lauter Freude herumspringen. Ah ja, das ist gerade nicht da. Hätte Herr Sandoval einmal ganz kurz quadratisch. Aber natürlich. Super, danke. Ist FD wahrscheinlich maßlos überfordert. Leute, der will ich verhindern. Für mehr Content, gerne, ne, ihr wisst auch Bescheid. Ey, CJ war jetzt besuchen. Das ist Beste. Guck mal. Ah, da kommt's FD. Tja, wer kommt denn da? Der Franz und der Raylan. Schau, die Chiefs. Wichtig für Leute, der wird. Wie der wird. Schau mal. Zwei FD-Jeeps auf dem Einsatz. Negativ. Busteil ist alleine unterwegs. Ah, zum Kopf. Ich glaube, der gehört für linken 36. Ja. Haben Sie die Zeit übertragen? Robert, ein Hund. Kurz, der Feuer. Tempo. Wichtig, der wird zuschicken, wirklich. Ja, was kann ich gegen dich tun? Was kann ich gegen dich tun? Das ist aber nett. Ah, sie löschen mit Schaum. Smart. Hat's nochmal geknallt. Die Batterie. An den Tacho vor mir. So ja, ja. Bums. Ich weiß, dass der Uki der fährt, bevor man rechts war. Da hat der Tacho nochmal richtig durch. Alter, da hat der Cybertruck nochmal durchgeknallt. Ich hab 16 kurz vorne. Gar kein. Das ist gar nicht so ohne der Brand da. Schau mal. Das war's gesehen. Jetzt 10-8 auf dem Highway. Geil. So, ich geh jetzt immer wieder die restlichen Leute stalken. Was für ein 10-8 als Lamborghini. 10-8 Parade. 14-5-006.
Naja, war lustig und die Situation geht somit wieder zu Ende. So geil. Tesla-Situation abgeschlossen. Tesla fährt runter. So. Ich geh jetzt Leute stalken. Ich glaube, da fliegt ein Airborne oder irgendwas. Ist da hinten jemand, der anbaut? Geht da hinten. Adam 29, 1086, da hinten wird einfach aufs Maximum gechillt. Mit dem Kennzeichen HB. Mit einem Bugatti. Hallo Sonja. Sonja. Jason Müller, zugelassen, versichert. Genau. Da hinten ist doch niemand. Seine Lüge. Was ist beim Supreme Court los? Da hat jemand Verhandlung. Nur wer? Würde mich interessieren. Jetzt nicht Game Crash. Adam 16 wieder. Ah. Gut, komm ich wieder direkt heute zu dem Tathergang. Und zwar am 12.03.2023 wurde Herr Adrian Müller von mehreren Officern durch die Stadt verfolgt. Bei der Tankstelle am Hauptplatz verunfallte der Angeklagte Herr Müller, zog eine Waffe und schoss nachweislich auf Officer. Diese wurde durch Kugeln des Angeklagten getroffen. Der Angeklagte, Herr Adrian Müller, konnte kampfunfähig gemacht werden, medizinisch versorgt und festgenommen werden. Vergehen des fahrlässigen Abfeuern einer Schusswaffe mit Personenschaden gemäß § 3 Absatz 4 des 9 Strafenkatalogs. Beweismittel wäre der positive Schmauchspurentest mit Bodycam-Aufnahmen, sichergestellte Gegenstände eines Sportgeräts und eine AK-47 sowie Zeugenaussagen. Geforderte Strafen ist hier die 90 Monate. Der Mickey Maus. Maus. Ja. Oh Gott. Wir kennen uns online und geben das zu. Herr Müller, möchten Sie sich dazu äußern? Nein. Das passt, was der Herr Brooks gesagt hat. Okay. Ich muss da irgendwann das. Gut. Okay. Eine Kettensäge auf ihr Rave. Ich brauche nur irgendwas, was so richtig kacke ist. Was anderes? Nee. Na dann mal. Mach irgendein. Oh Gott. Warte mal, was ist denn die Video-ID? Ist das das da hinten oder was? Flash Play. Warte mal, ich will das noch einmal testen, bevor ich da jetzt richtig hart reinscheiß. Geh mal da runter und Ding, das Autohaus zum Fernseher. Ich habe das nämlich schon lange nicht mehr gemacht. Ob das wirklich das ist? War das die ID? Achso, Twitch, YouTube, Play, YouTube. So. Gott, Alter. Geld ist nicht alles. 20. Ah ja, okay. 20.000. Stell dir mal. Nee, da kommen noch ein paar Nullen dazu. Ja, das ist ungünstig. Dass jemand wieder auf kennen den Screenshare-Button gedrückt, ne? Kennen Sie vielleicht irgendjemand hier in der Stadt, der sowas macht wie Ghostbuster-Ding oder sowas? Ghostbuster. Kennen Sie da vielleicht jemanden? Du hast nachher dann noch einen, der noch Lust hat.
Keine Ahnung, also den Tag hatte ich am Hauptplatz eine komische Gestalt getroffen. Ja. Also. Ich habe gehört, es gibt super Psychologen dafür. Ja, gut. Linken 36, wo ist denn jetzt ein 20? Ich kann noch mal kurz auf die Sprünge helfen. Wo sind Sie? Aktuell noch in Verkehrsabsicherung gefunden. Aktuell bin ich angestellt in der Pizzeria Baffin Modori. Okay, dann gibt es eine kleine Rechnung. Aber eben. Ich will dann, sobald ich frei bin, zum Mission Row kommen. Ich hoffe, Sie sind vor. Ja, ja, durchaus. Victor vor, 10-6 Mechaniker. Gut, ja, gerne wieder. Dann. Oh, ich habe meinen ersten Einsatz. Oh Gott. So, dann für den. Okay, ja. Müssen wir anfahren. Warte mal, ich brauche jetzt mal mein Homeland. Jetzt kann ich meinen Job mal machen. Also ich finde es super. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Guten Tag. Grüß dich. Kann man mich hören? Der Bomber war es da hinten. Ja, ich sehe nichts. Ich kann auch nirgendwo irgendwas tun. Bitte? Ich bin verschwunden, wie gefangen. Oh. Jetzt? Oh. Ah, jetzt? Oh, jetzt bin ich wieder da. Ja, aber Bello. Picobello. Picobello. Vielen herzlichen Dank. Kein Problem. Danke, schönen Abend. Schönen Abend. Was war das für eine Scheiße? Der Blue Lobster, Alter. Was war das? Ich schau mal, ob das Kartell da ist. Schade. Da vorne ist Motorradstreife. Okay. Ah, ist auch nett. Sag mal, kämpfen die da noch immer mit dem Ding? Kämpfen wir da noch immer mit dem Cybertruck, oder? Sehe ich da gerade richtig? Okay, im Funk bin ich noch. Das ist ja immerhin schon mal gut. Ich schau mal, ob irgendwas, vielleicht ist ein Ticket oder so zu machen. Falls jemand da irgendwas braucht. Bin ich da? Nein. Hatte kein Ticket. Schade. Okay. Wir haben da hinten. Eins ist FD Matt. Straße gesperrt, auf einmal steht das Ding vor mir. Tesla, stopp. Tesla, Hindernis. Was? Ich sag mal so, da ist nichts mehr mit reden. Also das ist hier so Terminator 1 Ende. Gott sei Dank. I'll be back, gestrichen. War ja, wahrscheinlich so ein Selbstzerstörungsmodus. Nee. Was? Richtige. baut der Elon Musk das ein in seine Kanon oder was? Ja, wurde mir auch schon gesagt. Ich habe gefragt, was passiert ist. Da wurde gesagt, Musk. Irgendwie Selbstzerstörungsmodus ist aktiviert geworden. Von dem Ding. Ich gefragt, ob jemand verletzt ist und dann mir das erzählt. Ja, ja. Aber weißt du, welche Frage wir uns alle stellen? Hm? Wann du anfängst zu arbeiten? Was? Ja. Wann streamst du wieder im Autohaus? Können wir eigentlich demnächst mal wieder machen? Hättest du Bock drauf? Auf ein Autohaus-Stream? Macht's mal eine 1 rein, wenn ihr Bock drauf hättet auf ein Autohaus-Stream wieder. Erschreckt mal kurz mit dem Skript. Ich glaube, du meinst Kurt, ne? Need for Yeet. Dankeschön. Für 2 Euro. Matze! Einmal, bitteschön. Ja, genau. Irgendwie wäre witzig, jemanden zu jumpscaren, oder? Jawohl. Das heißt, die fahren jetzt zur Musierung, oder? Autohaus-Stream können wir mal machen. Hätte ich hier selber wieder mal Bock drauf, irgendeine Scheiße bauen. Mit einem Straßenrennen ballern oder so. Ich muss jetzt nur noch kurz was schauen. Und zwar ist das unter. So ein Arsch, ne? Lügen, das ist angemeldet, ne? Also, mein letzter Stand war, dass es angemeldet ist, sagen wir so. Darf ich eine Empfehlung sagen? Jawohl.
einfach, nachdem er das Fahrzeug gekauft hat, zur Anmeldestelle zu fahren. Das mache ich immer. Hier, ich glaube nicht, dass du dir leisten kannst, über 50 Fahrzeuge angemeldet zu haben. Ich habe alle angemeldet, ja. Dann musst du aber ordentlich hasseln. Ich hassle nicht jeden Tag. Ich hassle also auch nicht, ich habe auch nur 2000 auf dem Konto. Und ich habe gerade mal 90.000 auf dem Konto. Aua. Ich habe nur 2,6 Millionen in Autos plus irgendwas. Ruhe. Ja, Zeit November. Ist ja gar nichts. Ja. Da flext jemand. Super, aber dann einen schönen Abend noch. Und schauen Sie, welches Fahrzeug angemeldet ist. Natürlich. Sonst kommen normalerweise noch 5.000 Dollar Abschleppkosten drauf. Ne? Subi. Ja. Lincoln 1086 ein. Ja. Wir probieren mal. Wir gehen es halt zwar ruhiger an, aber ein paar Kandidaten kann ich nicht auslassen. Deswegen muss das so hängen. Willibald können wir auch bald wieder mal machen. Hättet ihr auch darauf Bock, dann einzelnen Chat. Ja, das Kennzeichen hat mich gerade vorne gestört. Das ist egal, du fährst. Ich hab Matze gerade richtig gekriegt, schau. Schau, wie er da steht. Schau. Geh scheiße, Alter. Schau, wie fertig. Lincoln 10, kurz 10-10. Oh mein. Kurz 10-10. Schau. Oh, Kurt hat eine Verfolgungsjagd mit Edin. Oh, da muss ich zuschauen. Er meidet es aber nicht im Funk. Adam 29, 8, East Highway, High Speed. Kurt hat eine Verfolgungsjagd. Da werden wir. Vor ihr fährt ein P1 und ein Kennzeichen. Edin hat Bock auf Verfolgungsjagd. Ich schau ihn mir direkt mal an. Fahrtrichtung. Fahrtrichtung, aber der hält an. Macht Edin. Edin. Okay, fertig. Also er hat eine Maske aufgezogen, glaube ich. Er braucht schon einen Highspeed. Ja, er ist in einem Gehen weg nach. Nee, ich bin gerade um. Fette Perspektive kann man. Fährt hier gerade rein. Check. Turn 4, dann respawnen wir nicht mit halt. Lass mich rausfahren. Fährt er schon rausfährt? Ja. Oder wo fährt er lang? Hallo? Der ist schon voll. Der fährt jetzt wieder weg, runter Richtung. So, ja, okay, nee, dann kann ich ganz Gelände. Was? Ich seh dich. Was macht er? Ich fährt jetzt hier wieder rein. Nee, der ist doch bei mir. What the fuck macht der? Faktor 12, 10, 86. Personen am Tor. Was macht der, Alter? Warum fahren wir denn ohne Kennzeichen? Hm? Einfach mit Kennzeichen fahren. Wär mal was. Ach so, ja. Ja, ich geh mal mit Führerschein, bitte. Sorry, ich hab mich grad nur. Alles gut, jetzt geht's ums Kennzeichen. Ach so, okay. Die Nago, dankeschön für 30 Euro mit Überweisungsgebühren. Ich küsse dein Herz, dankeschön. Negativ aktuell halt am meisten. Für die muss ganz schön verzweifelt sein, dass sie schon damit arbeiten müssen. Warum siehst du aus wie ich? Das ist eine Frage. Jetzt tankt der Fahrer. Das ist Edin, Mann. Edin. What the fuck, warum ist das Original, Mann? Hab ich doch gesagt. Du siehst aus wie ich. Und es hört sich da voll nicht aus wie er. What the fuck?
Jetzt will ich nach nicht wieder umändern. 10-20 von der Anhaltung. Da krieg ich eine Macke. Aktuell hier vor dem Einzelnen, die man anwesend, direkt vom Tor. Vor Ort sind. Ich dachte, der macht eine Verfolgung. Plus der angehaltene Firmen. Okay. Das ist der Herr Rumpelsvens. Ist das so eine Frage? Weiß man ja nicht. Ich hab hinter mir das PD, warum soll das kein Polizist sein? Ja, weiß man ja nicht, kann ja sein. Jetzt, warum war Ausweis? Weiß man nicht. Der Herr ist Kopf, den kenn ich noch, sagen. Bitte schön, Ausweis. Ach, so, ich brauche nur ganz schnell von Ihnen, Herr Sevich, das Kennzeichen anbauen. Herr Sevich. Kriegen wir das hin? Der Herr Sevich. Nö. Ich meine, dadurch, dass jetzt das, die Mechaniker ausgelastet sind, hätte ich auch kein Problem, mit sie rüberzufahren. Aber so eine andere Frage, tut das eigentlich Not, dass sie jetzt hier 4 Einheiten dazu holen? Tut das eigentlich so, Not? Nein, rüberfahren. Hier hinter mir ist doch direkt ein Gelände, da kann ich drauffahren, das ist Privatgrund. Tut das egal, eigentlich ob ich Not? Auf dem Kennzeichen oder ohne stehe. Wissen Sie was, Herr Sivic, machen wir das so, fahren Sie das Auto rauf aufs Grundstück und ich stelle nur eine Rechnung aus, okay? Machen wir das so. Ja, das wird das jetzt noch eine 5. Einheit dazu. Also, warum kommen jetzt? Warum kommen 5? Also, ich habe die nicht gerufen. Ich habe die nicht gerufen. Ja, ach komm, du gehst. Ja, was? Ach komm, ich habe nicht auf die gerufen. Hätte wieder weißer, weißer P1 gehört und dann. Dafür kann ich leider nichts. Ein weißer P1 gehört und alle wieder Angst bekommen, könnt, oder was? Ja, Sie müssten bitte entweder die Tür aufmachen oder die Fensterscheibe, sonst kann ich das Ticket nicht geben. Das wäre sehr lieb von Ihnen. Ja, warum hat denn eine M4 draußen? Jungs, macht doch eure M4 weg, was ist denn los mit euch? Ich bin unbewaffnet. Sind Sie Langfinger? Was denn los, ja? Sind Sie Langfinger oder was? Sind Sie strafbekannt? Ja, ich mach es aber. Ja, das schon. Und der Wagen wahrscheinlich eher als ich. Der Wagen macht den Polizisten anscheinend Angst. Also wenn ihr noch mehr kommt, fühle ich mich belästigt und fahre einfach weiter. Ja, die stehen hier mit Langwaffe, sag mal, sind die blöd oder so? Ja, das vielleicht, weil der Herr da hinten maskiert drin steht. Keine Beleidigung. Ja, Privatgelände, da darf er stehen, wie er möchte. Und vor allem hinter dem Zaun, also. Auf dem Haus, ey, war noch ein Tacho. Also, recht, alles gut. Was? Auto nach dem Ausparken am Hausdach? Bitte was? Warte mal, da muss ich anfahren. Da muss ich aber sowas von anfahren. Das will ich mir anschauen mit meinen eigenen matten Augen. Warte, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Auf dem Weg dorthin mache ich mir so eine. Von wegen? Auto beim Ausparken am Haus da liegt oder was? Aus dem Weg, Homeland bei der Arbeit. Auf dem Weg zu den Dachdeckerburm. Bei dem Auto kann man sich echt nicht einschätzen, ob das Ding. Dankeschön. Im Auto kannst du echt nicht einschätzen, ob das Ding gleich umkippt oder was auch immer. Ich bin so gespannt, was mich da jetzt erwartet. Gerade auf dieses Bild da klarkommen. Bisher negativ geblitzt mit 312 gleich Schlafgefängnis. Kommt über die perfekt. Das Winken von dir hat es gerade echt nicht besser gemacht. Das glaube ich. Aktuell noch nicht festzustellen. Sag mal was. Ja. Hammer ausgepackt und da lag ich. Das ist nur beim Hammer so oder was? Ich hab noch einen zweiten und dritten. Hast du einen Land Rover? Range Rover? Nein. Range Rover. Schade. Okay. Ich hole mal das jetzt mal runter da irgendwie. Wobei ich gerade, wenn ich so eigentlich sehe, es wäre eigentlich richtig lustiges RP. Das FD. Wir machen das. Wir machen einen Deal, okay? Wir probieren das jetzt das wegmachen und wenn es nochmal passiert, machen wir RP draus. Das passt. Klingelt dann für Streit.
Yeah. Bitte schön. Ja, danke dir. Pack den mal ein oder pack ihn nochmal aus. Das ist wieder eine Verfolgungsjagd. Will ich auch dabei sein? Erster Heiß bitte über den Start. Dann ist das eines. Dann ist das eines von den Autos, die immer die Collision darüber nimmt. Oder muss ich dir den Parkplatz versetzen? Jawohl. Ja. Wie viel Tank hast du noch? Aber du könntest jetzt draus RP machen. Ja, außer du hast gerade irgendwas stressig, ich zwing dich dazu nicht, aber wäre lustig. Stressig absolut nicht. Ja, das wäre nämlich lustig. Du musst jetzt nicht im Auto sitzen bleiben, weil du hast ja keinen Überschlag, aber zumindest wie du das erklärst dem FD, dass das da raufkommen ist, wäre ziemlich lustig, glaube ich. Ja, das ist ja das Coole dran. Aber ich schreib's mir auf, warte mal, das ist die Hausnummer 47. Magst du mir dann nur einen Gefallen machen, bitte ein Ticket aufmachen, dass das ist, weil dann versetze ich dir den heute noch, weil dann kannst du morgen schon das Haus wieder barrierefrei verwenden. Jawohl, perfekt. Alles klar. Gut, mache ich. Jo, cool, ciao. Ihr seid wahrscheinlich zu schnell für Nagelbänder, oder? Ja. Du kannst aber, wenn du willst, aussteigen. Na, also wie du willst. Entweder du bleibst drin oder steigst aus. Ja, ich überleg mir gerade, wie ich es mache. Alles klar, okay, cool. Ciao. Tschüss. Weiterhin auf East Highway. Ich glaube, das ist Weimar. Na, es ist nicht Weimar. Fährt weiter auf dem East Highway statt Erdenwert. Bitte schön. Jetzt für altes 107 Gelände. Was sind Sie? Ein Kilometer hinter euch. Wer ist der Fahrer? Da vorne ist er. Linus Gamer haben wir hier als den Verdächtigen. Okay, wir schauen uns, wir haben eine neue Verfolgungsjagd. Oh, der Move war grad. Er scheint aber auch recht erfahren im Fahren zu sein. Gott, Alter. Die haben da fast jemanden gerade zusammengeführt, alle miteinander. Ja, läuft, Alter. Damit hat er so... Ah, das mit dem, mit dem haben wir ja schon ein paar Mal Verfolgungsjagd angeschaut. Und lauter. Kann man was hören? Weg beim Akkadürstauer und die Teamgarage ab. Bleibt mir zurück. Karaki ist das Kennzeichen. Schwarze Katze. Okay, schwarze Katze ist das zwar nicht. Gold. Wir nennen es Karagoldi. Wir nennen es einfach Karagoldi. Wie heißt die jetzt rauskommt? Mit dem sehr wenig Sichtkontakt. Sichtkontakt.
Kontakt wird kleiner, weiter Richtung Nationalbank. Aktuell kein Sichtkontakt mehr. Okay. Ja gut, den Armen vom PD hat sich überschlagen, aber komplett der Rino. Jetzt ist Sichtkontakt für die Nationalbank Richtung Hills verloren. Ich schau mal zu dem PD, den es da überschlagen hat. Der war ja komplett am Arsch. Ja, der eine hat die sich überschlagen hat. Wann das? Ja, ich bin vor Ort. Ja. Top. Zwei. Gut. Ein Fahrer und ein Beifahrer. Oh je. Slato, dankeschön fürs VIP werden. Dankeschön. I kiss your heart. Meine sehr schnelle Begleitung ging vor. Ich habe ja auch nicht den ganzen Tag Zeit. Der wird informativ, nähere Umgebung der Nationalbank, keine Feststellung. Bitte schön. Danke. Sichtkontakt zu Black Series? Negativ. Alter, was ist das für eine Kacke, Mann? Ja, ja. Nationalbank. Unlustig, Digga. Sorry, ich hab irgendeinen Geist gerade in der Spiegelung von ihrem Auto gesehen. Was ist das für eine Kacke? Hab ich noch nie gesehen, Alter. Mann! Jetzt soll ich irgendwas fragen. Wisst ihr, wo ein Mechaniker ist? Ey, Scheiße, glaube ich. Scheiße, hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht, Mann. Hey. Dead life. Ah, du hast komplett zertrauscht, gerade. Das Stream muss kurz pausen. Edin! Gottlos. Hey, BMW! Edin! Sorry. Ja. Der Jesse Smith mit diesem Kreisler, der ist noch da. Am Hauptplatz parkt sich ein X6M bei den Treppen ein. Arbeitet der bei mir? Ja, ich war, das ist kein X6M, das ist irgendein. Schau mal. Ja, der war doch vorhin da, der wird den mit den Kräuseln haben. Der stand ja auch dort rum. Jesse Smith? Was ist mit dem? Sekunde. Da helfe ich dir doch mal. Ist das denn mit, mit diesem Kräuseln, oder? Wen kann man? Keine Ahnung. Ich, ja, nee, ich wollte mit ihm kurz reden. Sein Name zum. Wieso, was gibt es dann? Ja, so also privates Gespräch. Privates Gespräch? Ja, möglich. Na, so ein da will ich hinschauen. Motiv FD ist beim verunfallten Kollegen vor Ort. Ciao. Ich hinterfrag's nicht. Ich hinterfrag's nicht. Guck mal. Ich hinterfrag's. Tschö. Bitte. Guten Tag. Guten Abend. Victor 12 stellt sich auf den Rookie One. Victor. Ja, ich war im Haus. Frage kam nicht mehr mit. Hatte mein Auto hier geparkt? Hier vorne. Und als ich wieder rauskam, hat sich irgendein Spaßvogel Spaß erlaubt und meinte den da hochzukommen. Rookie, jemand mitnehmen, ne? Okay, sie sind nicht verletzt, oder? Ich nein. War's nicht. Okay. Ja, gut. Ich war jetzt mal in dieses Anwesen, wo ich gerade vorhin war und schau mal wegen Chat. Also der Scheitern scheint da zu sein. Vom Chief. Halt das mal alleine hin, nur dass ich nicht irgendwie. Was hab ich auch noch nicht gesehen? Ich tatsächlich auch nicht. Ja, ist doch für mich das erste Mal. Das FD komplett. Das FD komplett buff. Oh mein Gott. Mobile ist verboten.
Also ich schau mal, ob wir Telefonnummer von dem hinterlegt haben, weil nachher brauchst du einfach nur anrufen, wenn du dabei stehst bei denen. Was ist mit Jesse Smith? Hallo? Frage, was hat denn die Black Series für eine Jesse Smith. Farbe gehabt? Da ist er. Rebecca, hallo aus Paderborn, grüße mal bitte meinen Mann Sebastian. Hallo Sebastian, liebe Grüße. Fahrzeugglück. Flüchtig nach Süden, bräuchte eine Highspeed. Fährt nach Süden, ist jetzt für Unicorn. Unicorn ist in die andere Richtung. Negativ, blick links rein beim Unicorn. Westlicher Eingang. Blick links auf, fährt jetzt nach Westen. Black Series, ich bräuchte eine Highspeed. Konto. Ich kann dir einen Fahrtenchronic bieten, Fett 300. Einfach was Schnelles. Wo bist du denn? Das ist wieder der Linus-Gamer. Oben, unten, links, rechts. Folgungsjahr geht weiter. Okay, er will es halt drauf anlegen. Der Dude fährt anscheinend gerne Verfolgungsjagden. Leider habe ich gegen den noch nie gefahren. Ja, zumindest. Aber bin ich gegen den schon mal gefahren? Was ist denn? Ich würde den aber auch mal gerne challengen. War witzig. Sollen wir Verfolgungsjagden schallern, wenn ich im Dienst bin? War lustig. Dann hätte ich die epische Verfolgungsjagd. Vorbei Richtung Norden. Wer hat einen authentischen Funksound? Negativ Seitengasse. Sind jetzt abgebogen Richtung Hauptplatz. Der hat einen geilen Funksound, oder? Abgebogen Richtung Pillbox oberhalb. Richtung National. In die Unterführung reingefahren Richtung Westen. Was hat der für ein Headset? Ich will das auch haben. Kennzeichen ist Kara. Edi. Kara. Karaketi oder irgendwie sowas? Karaketi! Lukas Meinhardt. Karaketi! Mein toller Freund. Den haben wir vorhin mit 312 am Highway Lincolnton. Laufende 1080W. Minister Cardios Tower ist gerade fast zusammengestoßen mit einem anderen Fahrzeug. Ja, da Porsche fährt mal halt mit. Ja, das ging vor. Alles verbaut. Ah, da ist Matze. Mann, Mann, Mann. Der zweite Black Series da vorne. Oh, jetzt habe ich schon gedacht, das war's jetzt. Alter, ich dachte schon. Stell dir vor, der wäre jetzt auf dem Ding gelandet. Oh. Ich hab nur ein paar Hunde am Arm. Ja, check, wenn ich das Haus rechts bin. Das heißt, das erste, einem fünf von der anderen Webseite abdrehen. Ich hab noch eine Hälfte Tank. Ja, Victor 14 wechselt auf den Fall, den das heißt. Ich mach noch was. 10-20 von der anderen Black Series. Jetzt gleich dieser Bank, ne, fliegt ab Richtung Hauptplatz. Ja, wieder links in Richtung Bürgerschutz. Links ab in die kleine Gasse rein. Ich komm da nicht hinterher. Oh, er zündet NOS. Der links zur rechten Richtung Arbeitsamt. Ja, der andere hat NOS. Doch, ich glaube, ich bin gegen den schon mal gefahren. Auch alles weiter wollen. E-Terrace dort auswählen. Dort weg, ich ziehe, ich würde vorbeiziehen. Gegenverkehr, der fährt auf die in den 107 Wald rein. Sirene aus. Sie findet es super. Was ein feiges Stück, Alter. Nee. Der wurde in den ich glaube, der ist, also der müsste, der steht da hinter uns. Oder so. Wieder drauf, fährt er wieder Richtung Easterway. Bitte dann noch einmal NOS. Das NOS ist so eine Scheiße, ne? Easterway, wieder Stand Albert. Interessiert euch? Interessiert sich, hat sich Kontakt. Der dreht. Dein Punktwerk abgefahren. Sorry, mein Weg.
Lied für Yi, dankeschön. Viele Kurderschrecken wären nice. Lass dich überraschen. Haut noch wahrscheinlich rein. Ja, der kann ich. Danke für 20 Euro. Geht der Partner auf eingebaut, 100%. Louis Haas, ich bewerbe mich seit zwei Jahren und immer am immer ablehnen. Ja, ja. Wird seine Gründe haben. Wir lehnen halt nicht umsonst ab, ne? Wir nehmen nicht umsonst an und lehnen nicht umsonst ab. Grüne Black Series, die ihr so gut habt. Die andere, das ist die. Der baut jetzt wieder wahrscheinlich. Jetzt hat er. Der baut wahrscheinlich wieder ein Nass ein. Zündet er wieder durch. Wobei doch, ich glaube, ich bin gegen den schon mal gefahren. Das war der, der was da verunfallt ist. Das war 100% der. Sind jetzt East Highway statt einwärts unterwegs, sind jetzt am Prison vorbeigefahren. Ah, jetzt kommen das mit den Andeutungen. Ah, der Patrick, sieh hier was. Warum vielleicht die Mannschaft nicht machen? Ja, die können uns helfen können, am Hillbox unterhalb, Nagelwände lenken. Wahrscheinlich ist es, Den Fahrt 300 alle. Außer du willst ja damit 300 in Würfel, Der wendet wieder, der wendet. Wendet wieder. Ich bin gar nicht mit alleine. Das hat er gut gemacht. Er hat Casino. Gegenverkehr. Wieso haben weibliche Chars weniger Leben als männliche? Das ist von Rockstar Games selber so. Das ist von GTA selber so. Können wir nichts dafür, leider. Eigentlich voll unfair, ne? Ich würde verstehen, wenn Frauen weniger Kraft haben, so, aber weniger Leben. Negativ, der will nur verwirren. Absolut hoch raus. Jetzt kommt der Scheißgang. Ich hasse diesen Gang, Alter. Oh, Blink mit 13 der 50. Dem ist, dem Bros ist genau. Dem Bros ist genau. Ich hab den genau überschlagen. Ich sag doch immer wieder, hinten haben keine Flügel. Steigen Sie mit erhobenen Händen aus dem Fahrzeug aus. Da seid ihr behindert. Was fahrt ihr mir vorne rein? Seid ihr lebensmüde? Die sind doch geflüchtet. Lebensmüde seid ihr. Ja, etwas ist informativ. Wir brauchen einmal FD. Link 13. Auch kein FD. Adam 16. Oh, Schock! Was soll das? 30 und 50, der wird 10, 50. Ist auf der Autobahn und jetzt ist der BMW hier. Ja, sie sind doch von uns geflüchtet. Dafür können wir doch nichts. Das ist ein Grund, wenn ich mit 200 fahre, dass sie mir einfach frontal reinfahren, sind sie lebensmüde. Also, oder besser gesagt, ihre Kollegin. Ja, der Kollege kann doch nicht dafür, er ist von rechts gekommen und sie sind ihm auch frontal drauf. Flüchten sie nicht und fahren langsamer. Ne? Ich weiß nicht, wie es den Kollegen geht, das Auto sieht nicht mal gut bei ihnen aus. Interessant. Also, es hat genauso da geendet, wo ich eigentlich angefangen habe. Das ist nur ein Zufall. Geil. Okay. Einmal meint. Ich finde aber korrekt, dass er stehen bleibt. Ich glaube, er hatte keinen Blackout. Ich glaube, er hat gerade selber. Ich glaube, er hat gerade selber gesagt, so, yo. Korrekt ist korrekt. Da sieht man, es geht nicht immer ums Gewinnen. Wenn es ihm darum geht, wäre er jetzt weitergefahren. Aber es geht nicht immer darum.
muss man ja auch mal loben. Macht nicht jeder, dass man in der Situation stehen bleibt. Das ist nämlich genau diese fiese Straße, wo du echt dann langsam fahren musst in der Kurve, sonst hältst du dich. Ja. So, Kollege nicht gemacht. Ein paar nicht, ein paar schon. Ja, brauchen Sie es am RFD oder bringen Sie jetzt gerade wieder aus? Es spawnt schon eine Einheit zum letzten Dispatch. Okay. Ja. Was ist da passiert? Alter, die Verfolgungsjagd hat einige Opfer gekostet. Aber diesen Gang, da hasse ich. Genau deswegen, weil es mit Bros passiert ist. Da gibt es diese scheiß Mistkübel. Die Müllsäcke, die sind statisch. Also beziehungsweise, was heißt statisch? Aber die sind... Die... Ja. Da überschlägt es dich. Alter. Ich hasse es so sehr. Achso, die rechte Bremse. Stinkt? Ja, ja. Scheiße, Alter. Warum, ja? Gut, ich glaube, so wie noch einmal. Ja, aufpassen, ich hab Waffe bei. Das werde ich definitiv ja, nicht vermissen. Ja. Achso, ja, der hab ich auch. Carsten, dankeschön für 1 Euro. Carsten. Dann ist da beim Tesla noch immer was los, oder was? Also die Startwerke, Alter. Wenn ich mir denke, die Situation vom Tesla. Oh nein. Warte, was machen die da eigentlich am Dach da oben? Haben die das mittlerweile gelöst? Das war dieser Sentia Nuerte, oder wie heißt? Also die haben das schon gelöst. Ah, okay. Victor 14 fährt den letzten Dispatch an. Adam 16 schon unterwegs. Ben vor. Oh Mann. Leise. Man hört es aus der Ferne. Sirenengeschaller. Wundervoll. So wie die auch gefahren sind, die hatten einen guten Tag. Die haben gut gegessen anscheinend. Die können aber gut fahren. Ja. Ich hab den im 5 auch, ich bin einmal gefahren und wieder. Perfekt. Nette Verfolgungsjagd. Kann man mal sagen, oder? Ich muss jetzt mit der Frage an, haben wir einen Viertürer vor Ort, der den Herrn einmal ins Mischung fahren kann? Wie sie alle umdrehen und fahren. Haben wir einen Viertürer? Nein, haben wir nicht. Die verständigt, oder? Negativ, der Herr verzichtet drauf. Ja, wir haben aber noch 2 Kollegen, die verletzt sind. Aber ich nehme gerne. Oh, ich rufe es. Ja. Dort steht der Dascha. Sehen voll viele aus. Ich habe nur im Rückspiel gesehen. Wie er dort steht. Läuft bei ihm, Alter. Ein Pizzafahrer. Schön. By the way, Freunde, ich sag's jetzt noch einmal. RLO hat wieder Bewerbungsphase, also ihr könnt euch ab jetzt bewerben. Der Link dazu ist... Ah, er ist leider nicht mehr in meiner... Log ist reallifeonline.net. Wenn ihr Interesse habt, 16 Jahre alt seid, RP-Erfahrung habt ein bisschen und Bock habt, hier mitzumachen, ein einigermaßen gutes Setup, dann, ja, meldet euch, bewerbt euch. Wir freuen uns für jeden kreativen RP-Spieler. Und Link dazu ist jetzt in der Beschreibung. Mein Schatz hat das gerade reingepostet. Initiative ergriffen. Dass ich nicht auf die Kette krieg. Da können wir mal schauen, ne? Bewerbt euch, wir freuen uns. Wir freuen uns. Sieht auch aus wie so ein Räuber, ne? Also von dem... Der sah auch so aus wie so ein Räuber. Dachte schon gerade. Aber ich denke mir dann so, hä, nee, es gibt ja keine Lädenräuber mehr. Also von dem her. Was soll da schon schief gehen, ne?
Was haben wir denn da für ein Exemplar? Was haben wir denn da für Bösewichte? Wir haben hier Graspflanzer. Hundertprozentig. Hä? Die pflanzen erst. Dann einfach. Auch kein Scheißspot, ne? Auch kein Scheißspot. Nee, also aber der ist, wo das Kartell letztens so Massen angebaut hat. Der war doch geil. Kollege mit dem Viersitzer zu der Black Series kommen. Jaka 4 sitzt er da. Ich bin damit heiß bedarf. Was ist da oben los, Alter? Ist der im Hubschrauber? Der Franz! Weniger als 9 Kilometer hat, dann würde ich so wie der Suizid-RP oder was? Der Franz muss wieder zum Suizid-RP. Da will wieder jemand sein Leben beenden. Andrea, schau mal, da will jemand Suizid begehen. Du hast gesagt, wir sollen uns melden, wenn jemand Suizid begehen will. Schade. Das kann jetzt gar nicht einwirken, wäre jetzt Metagaming, ne? Schade. Schade, schade. Immer muss es der arme Franz machen. Ich frage mich nur, ob er dieses Mal bei der Pizzeria landet oder eventuell bei dem Mechaniker oder im FD. Neue Perspektive für die Menschen. Toll. Wieso wollen sich in letzter Zeit so viele Leute umbringen? Ich verstehe es nicht. Ich hätte es ja verstanden vor. Also nicht. The Story vor 2-3 Jahren. Ganze Covid-Scheiße oder so war, der gar keinen Bock, hat ja gar nichts mehr Spaß gemacht. Achso, ja, da bist du reingegangen. Aber jetzt ja. Mittlerweile geht's eh also, wieder. Jetzt ist das Leben wieder Leben. Ja. Das Leben wieder tschüssi. Lebenswert. Tschüss. Alter. Was war das für ein Auftritt? Und außer Bock. Hä? Kannst du mir sagen, was das für ein Auftritt da gerade war? Sag mal, Wollmer, was machst denn du? Flexst da mit 300 durch den Hauptplatz durch, um dann sich einmal da elegant einzudrehen, oder was? Mensch, Meier, Alter. Okay, ja, dann mich. Ach komm, ich will mit. Informativ, bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um ein Wohnmobil-Kennzeichen bei der Unbekannten. Schade, dass der Ding hier nicht ist, ne? Aua. Oh. Das ist auch gehört. Oh, nee, ich hab auch nichts gehört. Ah. Aua. Alter. Ah, aber ganz schön fest richtig. Leg mich am Zuckli. Ich hab voll bekommen. Oh, jetzt muss ich aber gleich erstmal. Aber was habt ihr hier für ein Programm am Laufen? Was ist das? Ja. Der Fernseher da oben. Ja, weiß ich nicht. Oh, ich geh mal lieber ein Stück weg. Besser. Ich hab einen Kurt erwischt. Warte mal, gibt's Live-Reaction? Warte mal. Kurt, ich wurde dafür bezahlt. Es tut mir leid. So, ich gehe mir jetzt die Reaktion bei ihm im Stream anschauen, Alter. Ich glaube, den hat es gerade so ausgehebelt, ne? Er hat dem Kellner eine reinzwiebelt. Warte mal. Ich glaube, der ist gerade komplett fertig. Warte mal, lass mal reinschauen. Wir bräuchten eine Abholung oder. Warte mal, wir schauen uns das kurz an. Leck mich am zu. Gut vor, Alex. Warte mal.
Warte mal, ich muss da hinten mal kurz. Volume 0. Wir schauen uns das jetzt rein. Wir gehen da jetzt rein. Reacten live drauf. Wir sind drin, Chat. Drecksack, Alter. Du dreckiger Drecksack, Alter. Meine Kinder. Oh, dann mit. Mich hat's gerade selber gefetzt, ne? Mich hat's gerade selber bei der. Die Facecam, Alter. Du Drecksack, Alter. Du dreckiger Drecksack, Alter. Meine genau dann, wenn es zu ruhig ist, Alter. Aua. Das ist auch gehört. Alter. Ich hab so rot. Leck mich am Zuckli. Oh, Alter, muss ich aber gleich erst bauen. Aber was habt ihr hier für ein Programm am Laufen? Jetzt ist er wach. Alter, was ist das? Das ist ja der Fernseher da oben. Ich weiß nicht. Boah, ich geh mal lieber ein Stück weg. Alter! Mich hat's zerfetzt! So ein Stück Scheiße, weißt du? Erst ein dreckiges Stück Scheiße, manchmal wirklich. Ein Drecksack. Ah, geil. Freunde, ich würde sagen, erfolgreiche Mission, oder? Aber hey, das war das Karma. Er hat mir diese Scheiße da schon zweimal reingeschallert, mindestens. Immer hab's bis jetzt ich abgekriegt, diese Scheiße. Und jetzt hat er mal seine eigene Kunst da ausgefischt. Alter, dann hat's zerfetzt. Wie die Facecam, wie er zusammenzuckt ist, raus, dass das Spiel und ein Kellner eine reindroschen hat. Jetzt steigt er ein. Oh mein. Gibt es Flugzeug? Ja, positiv. Matze. Das fährt aus grün. Schau. Auf die Startrampe. Matze. Eieiei. Aber dem geht's echt noch gut, oder? Wie soll er bremsen? Matze. Matze mit vollem Einsatz. Matze versucht. Matze versucht mit dem Crown Vic den Flieger aufzuhalten und fragt sich, ob es dem noch ganz gut geht. Das ist doch der Wäumer, oder? Oh mein Gott, Alter. Warte, was macht er denn? Mir geht's doch nicht ganz gut. Ist das Flugzeug schon abgehoben oder ist das noch auf dem Rollfeld? Das ist immer abgehoben. Ist abgehoben. Die sind einfach mit der Tragfläche über mein Auto drüber. Als ob ich Luft wäre. Ich würde mal sagen, Matze ist dort eher vor das Flugzeug rein, als ob das Flugzeug warte ist. Das Flugzeug war schon voll im Rollen, der hätte dann aber bremsen können. Matze! Er wusste halt nicht, dass es Matze ist. Das ist einfach schon der Chuck Norris von RLO. Wo fliegen die eigentlich, weil wir for real jetzt sind? Wann, wo wollen die landen? David informativ. Aktuell ist es noch in höherer Reichweite vom LAX. Da liegt es ja mit der Frage, die können ja eigentlich nur in der. Jetzt fliegt er in der Luft oben, der Pisser. Mann. Katalina auch. Theoretisch gesehen gibt es auch genug Bleche auf dem East Highway kurz vor Palito, wo man landen könnte. Mit einem Privatschiff. Mit einem großen Privatschiff. Hängen Sie auf die Tür. Tim hat sie wie Bett. Großen Privatjet. Schau mal. Ist es schon mal aufgefallen, Freunde? Wenn ich da rumfliege, bewegt sich der Mond. Schau mal. Das ist nicht meine Perspektive. Der Mond bewegt sich. Schau mal, wo der jetzt ist. Schau mal, wie sich der Mond. Schau mal.
Ui. Hä? Hä? Ey, der Mond ist abgehauen. Hey, der Mond ist abgehauen. Was soll die Scheiße? Habt ihr das gesehen? Der Mond ist... Mann! Wo ist der Mond hin? Ey. Was soll... Ich hab den gar nicht gesehen. Ups. Ey, was soll denn die Scheiße? Ich wollte meinen Mond haben. Boah, jetzt ist der Mond wieder... So bin ich gerade. Lol, ich bin gerade abgestürzt. Also ich finde das super. Weil ich vor allem Wasser war. Okay. Okay. Never mind. Rex, fliege, Alter. Was fliegst du da durch? Ich schau Franz beim Suizid-RP zu. Das ist sicher lustig. Oder nicht lustig, aber spannend. Mit zwei verletzten Kollegen auf dem Weg. Ich mag Franz seine Art, deswegen ist es lustig. Nicht wegen dem Suizid, versteht's mich nicht falsch. Informativ ist gerade noch mal ein. Herzregen für die besten Moderatoren, da bin ich sofort dabei. Need for Yeet bin im richtigen Moment. Ja, ich glaube, ich habe einen richtig hart gekickt. Konnte ich leider nicht sehen, aber ich gehe davon aus, ich kann es nicht sagen. Leider. Ich will Franz zu. Ich will von jemandem Geld annehmen. Das ist mein Problem. Das ist ja nicht einfach so. Ich habe ja gesagt, das ist ja jetzt nicht geschenkt oder so. Ne? Oder allgemein aus dem Zurückzahlen. Das mag ich nicht. Ja, dann zahlst du mir halt alles auf einmal zurück, wenn du es hast. Herzregen für die Mods. Macht's mal ein Herzrennen für die besten Mods, die es gibt. Kuss. Im Endeffekt kommt doch dasselbe bei rum. Entweder, dass du jetzt quasi... Sachen, die Rechnung, die du so gut hast, was soll das? Bezahlen kannst. Meine Güte. Oder über die Version, dass du mir das denn alles in allem. Wie es mir gerade heimzahlen wollte, dann auch zurückgibst. Das ist doch dasselbe. Ja, bloß, wie soll ich Geld machen? Na, LKW fahren. Also, ich habe gehört, das geht gut. Ja, ich habe keinen eigenen. Was hast du? Keinen eigenen. Du hast keinen eigenen. Sonst wären die Schulden ja schon längst weg. Kann ich dir auch, also kann ich dir auch anbieten. Ich kann dir meinen anbieten, leihweise, bis du die Schulden abgeliehen hast, abgezahlt hast, und dann gibst du mir den wieder. Das kann ich dir auch machen. Also ich habe einen echt richtigen Berserker. Da kriegst du jeden Trailer mit weggepult. Sonja hat's voll aufgehoben. Kann ich auch machen, kein Problem. Ich hab so ganz, ja. Ich hab, mich hat's nicht wirklich, mich hat's ein bisschen leicht, hat's mich zuckt, aber es war dann jetzt nicht dir, so, wenn du deine, dass Schulden ich komplett abkackt bin. Rufst du mich an? Oder sagen wir mal, wenn du deine Schulden abbezahlt hast und sogar noch Geld verdient hast für deinen eigenen LKW. Und dann rufst du mich an und sagst, Franz. Sei immer auf Rache vorbereitet, dann klappt das nicht, Dank. Genau das ist es. Mich hat so ganz leicht, ja, so meine Augen, maybe so, und mein Kopf so kurz rübergeschaut, aber ich habe mich jetzt nicht wirklich, also ich habe keinen Herzinfarkt. Was sagst du da so? Nett und so an, aber ja. Liz Dekta, danke für den Euro. Hey, finde ich mega, kannst du meine Frau Kira grüßen? Hört sich doch gut an, oder? Grüße an Kira. Franz, der Gefühlsvolle. Was sagst du? Ich muss mein Orangenwasser trinken. Keine Ahnung. Schatz, was ist das beste Orangenwasser? Schmeckt so geil. Man kann es ja erstmal versuchen, oder? Versuchen ja, aber ich kann leider nichts versprechen. Versprechen? Ich. Du musst mir nichts versprechen. Außer, dass wir heute erstmal runtergehen. Ich gebe dir den LKW und dann entlasse ich dich. Ich gerade sehe wieder im Chat, die Bewerbungsphase für Real Life Online ist wieder offen. Bewerbt euch. Link dazu ist gerade im Chat. Und das wirst du gut machen. Da vertraue ich drauf. Da muss ich erstmal alles gucken. Wenn ihr auch gejumpscared werden wollt von mir,
mit Franz RP spielen wollt. Wie bist denn du Speditionsfahrer geworden? Spedition ist ja Transporter. Ja, ach so. Kein LKW, ja gut, LKW-Führerschein, das ist ja nun nicht das Ding. Ist jetzt nicht mein... Oh Gott. Das wollte ich jetzt nicht. Sich mit dem LKW an der Fahrschule ab. Was ist denn da hinten los? Ich wieder Kopf oder so. Machen wir wieder den Funk lauter. Mit. Hä? Er ist ja gerade unter der Map da. Ach so. Boah, das ist so ekelhaft in echt. Also dort im... Macht ja einmal Catalina und Flugzeugträger. Ja, genau. Wir fliegen Catalina Flugzeugträger und danach die Kühlstelle auf. Stehen. Jawohl, danke. Bitte gerne. Das Kartell, guck mal. Was macht das Kartell gerade? Nicht mehr. Mit L. Gib ihm Geld dafür. Gut. Chillen. Mal Bock jetzt. $5,000 kurz. Hab mich beim Jumpscare 0 erschrocken, schlechter Versuch. Ja, mich hat's auch nicht wirklich kickt. Also so wie sie ihm kickt hat, definitiv nicht. Ist vielleicht leicht, aber bin da eher unberührt geblieben. Okay. Wo schaut man hin? Wo kann man uns jetzt was anschauen? Der guten Reconnect, hat er schon einen Durchfall oder was? Amateur. Da können wir zuschauen. Jetzt bringst du mir den Hubschrauber wieder. Catalina ist den Vogel gegangen oder was? Nee, Motorrad kennt er nicht. Ich will, dass es im Video drin. Also ich war in der Hangarhalle, ich hab das erst als letztes mitbekommen. Ich dachte, es war noch immer ein paar Kürze. Ich bin mir nicht sicher, aber ich schmerze, wenn es was schlimmer. Pass mal, dass ich nicht runterfalle. So, pass auf, wir müssen jetzt nämlich gucken, wie wir hier runterkommen. Franz hat ein Leben erfolgreich gerettet. Geh mal an mir vorbei. Geh mal vor ein bisschen. Applaus für Franz. Applaus für Franz. Er hat ein Leben erfolgreich gerettet. Ja, ich bin hinter dir. Genau. Geh mal am besten hier unten rechts. Oder unten links. Ja, ich weiß nicht. Geh mal, ja, versuch mal. Brauchst Hilfe? Ja, mach mal das Gitter auf und hol den mal nach oben. Ja, lass dir das ganze Gitter aufklappen und dann holst du nach oben durch. Unser Franz, ja. Jawohl. Okay, warte. Wenn du denn so lieb wärst und mich auch hochholen würdest. Ja, warte, ich gebe dir kurz Jawohl. Vom Ocean landet gerade ein Privathelikopter, beziehungsweise fliegt sehr, sehr tief am Ocean. Gut, Leo. Dann wollen wir mal. Nimmst du ihn mit, oder? Ja, na klar. Ja, fliegen an, aber wie gesagt, von da an, von Catalina rüber. Wir sind bei Catalina. Weiter Privathelikopter, kann man den von der... Auf der Straße? Ich verstehe. Auf der Wiese gelandet. Wenn er aussteigt, dann könnte es natürlich bekommen, weil mit dem weiter zusammen. Ja, die Schuss. 1:1 haben die eine Verletzte dabei, zumindest. Negativ, der Pilot sitzt noch im Helikopter. Ah, da sind schon Civis. So was ist Civis. Helikopter fliegt weg. Helikopter fliegt jetzt wieder weg. Er wohnt schon mit. Alles stinky.
Ja. Damit ich Magst erst du ab, mal was du dich hinsetzen kannst, oder? Ja. Ja, ganz nass gut. Bist du. Stinky ist nass. Stinky ist unser Hund, by the way, falls ihr fragt. Stinky sitzt da gerade neben mir. Und ist nass. Ist gerade auf der Wiese draußen, war kacken. Kacken und pissen. Jetzt sagt sie nichts, weil sie ist schüchtern. Ja, typisch. Typisch Hund. Der ist große Klappe. Kann nichts sagen. Wie? Oha, was ist denn da los? Das wäre eine epische das wäre ein episches Straßenrennen. Geklauter großer Privatjet. Mehrere Verfolgungen mit sechs verschiedenen Farben. Sonst nichts Großartiges. Was? Da war noch ein Cybertruck. Das ist nichts Großartiges. Machen aber nichts, die sind brav. Ist da unten in den Zellen beim PD? Das wollen wir nicht, auch nicht wir so wohl liegen sehr nah. Tschüss. Beim PD da uns Sessel bubsen. Das sehe ich gern. Da werden fleißig Akten geschrieben, da der ganze Papierkram oder oben ist geheime Besprechung. Für nix. Nein, mit einer Frage. Ich benutze jetzt zum ersten Mal dieses aufstellbare Radar. Zählt das wie ein Blitzer oder müssen die Personen trotzdem belangt werden? Die chillen alle ihre Häuser. Das sind wahrscheinlich die Stadtwerke zum Nachbarn. Sobald doppelte Geschwindigkeit und da war es noch Feuerfall. Danke. Und chillt einer beim Observatorium. Was passiert bei einem Observatorium um 21:30 Uhr? Hat jemand mit seinem PD-ler. Na gut. Fair enough. Also 7 hält auch die Füße still. Größte Gefahr ist gerade irgendwie das Haus hier, ne? Das Haus ist geil. Hast du schon mal gesagt? Schon eine geile Aussicht hier. Jetzt ist gerade ein beschissenes, echt beschissenes Wetter. Ich muss mal schauen. Ich glaube, das FD ist heute auch nicht gut aufgestellt, sodass ich die ein bisschen fordern, ärgern könnte. Das wäre, glaube ich, nicht so nice. Sind da ein bisschen... Ist ja keiner was. Gehen wir Matze beim Fluchen zuschauen. Da bahnt sich eine Verfolgungsjagd an. Schau. Matze. Lincoln mit einem 1080 Wii. McLaren P1. Ohne Kennzeichen. Die Matt. Tankstelle. Der Wagen frei. Schau, ihr wartet aus Mitleid. Habt ihr gehört, wie Matt? Mit einem 1080p. Inkelfan mit einem 1080p. P1. Ja, genau so. Schau, sorry, fährt mir rein. Aber natürlich. Edin will sich entschuldigen. Matze fährt ihm erstmal volle Kanone rein. Matze! Aussteigen, God-Mode, bam. Mit dem Phone halt einfach nicht hinterher, großartig. Stream ist nicht kaputt, ladet's einfach nochmal. 40 David, start mal mit einer Nachfrage im Funk. Können die Einheiten, die gerade Zeit haben, und Sepp Underwood kennen, einmal bitte in die Ermittlungsakte reingucken und zu 100% bestätigen, sorry, dass er das ist? Ja, so. Dankeschön, das ist total. Danke, Paul, vom Titel in 40 David.
Jetzt muss man mal Matze lassen, ne? Er fährt nicht scheiße. Weiter Richtung Autohaus. Ich werde ja auch Bock heute noch eine Verfolgungsjagd schallern. Wir sind links rechts abgebogen. Richtung Baustelle, Baustelle links abgebogen. Wieder rechts Richtung rotes Parkhaus. Rotes Parkhaus passiert, links abgebogen, am Arbeitsamt vorbei. Mechaniker. Der Stream laggt bei den Leuten, die es schreiben, bringt nichts, wenn du es ihnen sagst, sie sollen Stream laden, die hören dich nicht. Ja gut, aber meine Freundin sitzt neben mir und wenn ich sage, sie sollen neu laden, kann sie es ja reinschreiben. Aber sie weiß es ja eh. Schönen Abend. Ich werde so vertieft in der Verfolgung, sagt er. Hauptplatz vorbei. Und die Lebens ausgestorben. Warte. Combination rechts abgebogen am Gebrauchtwagenhändler Richtung Abschlepper. Abschlepper passiert. Rechts links abgebogen. Richtung Matze fährt dicht auf. Matze rammt. Dann muss ich hier rechts ab. Wieder rechts abgebogen. Fanny vorbei. Abgebogen. Ich glaube, für Edin ist das hier heute eher eine Driftparade als sonst was. Oh, jetzt kommen die Missing Textures. Verpisst euch da. Der Matze rammt. Fahr rein, du Pisser. Bitte mal. Jetzt ist die Highspeed Unit vorne, jetzt sehe ich nichts mehr. Kenju. Fahrt Richtung Arena. Die Farbe ist aber auch, ballert aber auch auf dem, schon mit dem Rennanzug nämlich. Edin will es richtig wissen. Ja, wir stehen auf dem Dach, dann ich muss uns mit einer Schnellheise hier runter holen. Fahrschule. Edin will es richtig wissen, guck mal. Nicht sein. Zu 99% Set under, wenn du mir ein bisschen länger gibst, kann ich in der Bodycam begeistern. Ja, sind vor, befindet sich aktuell im Ocean. Hab gerade zwei Kollegen wegbringen müssen. Ist jetzt für live im Veto. Ah, die haben sogar eine R1 hinter mir. Rechts? Richtung... Oh, geil. Rockstar Plaza. Oh. Sogar mein Wagen echt noch. Und die Highspeed hat's rausgeschallert. Da hat jemand nicht die neuen. Da hat jemand nicht die neuen Bestimmungen vom PD gelesen, dass die erwarten nicht mehr. Ja, der Weg ist mies, aber. Unterführung links am Parkplatz verbrennen, ehemalig Werttransport. In der Garage rufen. Audi erstmal, ciao. Das ist gut. Gefahren. Jetzt werden Sie. Ja, ich hab gerade gesendet. Der fährt gerade Richtung, Richtung Denkmal gerade. Also langsam kann der Regen auch wirklich mal aufhören. Jetzt hört er auf. Der Wagen fährt sich so beschissen. Ja, biegt ab. Buntes Parkhaus. Fährt weiter hoch jetzt. Schatz, diese Scheißfliege also, muss ich nachher verfolgen. Wenn ich Verfolgung habe im Regen, dann rennst du mit einem anderen Auto und nicht mit dem P1. Ja, kein Sichtkontakt mehr. Das ist Edin rammt, Feuerwehr. Ah, ich habe wieder Sichtkontakt.
Gut, die gibt alles. Medien ging kurz, wollte ich hier schon mal sehen. Vorbei, fährt weiter hoch zur Tankstelle. Ja, wo ist Kurt hin? Hab ja keinen Sichtkontakt. Hä? Wo ist er denn jetzt so? Hat's einen Eintritt oder was? Oh Mann. Kurt war doch gerade noch voll hinter ihm dran. Oh Mann, Alter. Ist der geradeaus weiter oder könnte er auch rechts hoch gewesen sein? Ja, mir teilt durch, ich bin gerade rechts abgebogen. Wir fahren mal geradeaus weiter. Linken fährt ihn ab. Linken ist von einem E-Port ausgebogen. Oh man. Ja, die Fliege geht mir so auf den Piss. Du willst vorbeifahren. Ich zieh mal geradeaus durch. Hat den Kämpfer nicht probieren? Negativ, kein Kennzeichen vorbei. Oh Mann. Die Freunde, schaffen wir heute noch die 15 Likes? Wenn ja, dann bin ich richtig stolz auf euch. Also dann bin ich mehr als nur stolz auf euch. Lass mal heute für den. Für das, dass ich gut. Ach, da vorne steht er schon. Guck. Wie ein Anhub. Ja, es regnet noch immer. Ich hab das gerade überhaupt nicht. Hey, was machst du? Das war knapp. Ah, haben wir schon 15 Likes? Oha. Okay, das wusste ich gerade nicht. Naja, Freunde. Dann schallert's mal Siege rein. Also Hashtag Siege und dann die VIPs. Dann macht sie mal ein freudiges Emote. Machen sie mal das Siege Emote. Siege der Pisser. Top-Auto. Was der Fahrzeug kann man sich? Fahrrad P1. Ja, einmal informativ, 30 und 50 David sind in 7-Up und Verletzungen. Man muss sagen, der Regen ist eine nette Challenge. Okay, ich bin der Frage an Officer 2 und höher. Okay. Eine nette Challenge, Edin. Bitte eine freie Stadt-Unit sich den Bruch hier annehmen. Sehe ich, Edin. Nette Challenge. Fühlst du? Audi wieder gesichtet. Ach, Audi McLaren wieder gesichtet. Ah, so. Fährt Richtung Taxi-Cap ist auch schon wieder weg. Reden wir jetzt vom 4-1? Ja, ja. Okay. 40 David für X-Ray 47. Hört. Ist der Fahrer noch im Ausstieg, dass ich gleich bilden kann? Also Edin macht sich da. Die mit ihm im Ocean waren, sind noch im Ocean, deswegen gehe ich mal von aus, dass er in Behandlung ist aktuell, also ja. Ich stehe am Ocean Parkplatz direkt unten am Haupteingang. Jetzt kickt schon wieder die Müdigkeit, Alter. Mitzunehmen. Klar, wo ist denn der? Edin macht sich da einfach voll den Sport draus, ne? Ja, check ich dann. Muss so denken, so, juhu. Oh man. Okay, danke. Hat der Rookie das auch mitbekommen? Was geht denn da ab, Alter? Frage, welcher? Ich glaube, die fahren Straßenrennen. Ich hab doch gerade einen Rookie nach einer Mitnahme gefragt. Ja, die fahren Straßenrennen. Ja, das kommt jetzt ein Kollege ins Mission, wo der holt. Mit feiern, wenn das BD das sehen würde. Klingt für den Tür informativ. Ich habe hier ein illegales Straßenrennen. Geil, sie haben es schon gesehen. Hab hier eins, jetzt fahrt Richtung Casino. Das sind mehrere Verfolgung, sag nicht. Oh mein Gott! West Highway Tunnel in der Stadt. Oh, dann hat's fast. Fahren auf dem West Highway auf. Oh mein Gott, die haben sich gerade fast da zerdroschen, ne? Unter anderem. Ja, ich komme da nicht hinterher, sie sind auf dem West Highway. Und auswärts. One is on West Highway. Der erste hat sich gerade komplett zerschossen. Oh mein!
Oh mein Gott, den hat es gerade ausgehebelt. Hier. Der wollte gerade tanken. Der Tank, das ist ein gutes Zeichen. Dann mal FD-Tanke anfahren, einer. Ja, dann. Nee, er ist aber erst. Alter, den hat es zerschissen da. Ja, aber dann vermutlich wieder zurück. Hallo. Hallo. Frage, ist bei euch Black Series mitgefahren? Schwarz-Grün? Bei mir jetzt? Bei dem illegalen Straßenrennen? Macht da wer was zu? Ich denn vor euch bin mir fast ja, die hat sich komplett hier abgeschossen. Die liegt hier vor der Grenze Westerway, vor allem das S20. Grüne Black Series? Ja, grün. Ja, die war soweit ich weiß dabei. Ja, check. Alter, den hat's rausgehebelt. Tanke FD ist sauber. Ja, Banke, Tanke Bank auch sauber. One ist dran am Straßenrennen, sein jetzt Einfahrt Police Academy, weiter flüchtig Richtung Palito. Mann, dann rennen, machen die ein Rennen um den Highway oder was? Sein jetzt am Highway One Palito. Rennen. Da sind sie. Jetzt wieder Bootsverleih an der S-Kurve. Bootsverleih. Dann weiter Richtung Palito. Wird mit dem alten Pontage. Mit 260 locker. Ja, sieht jetzt gleich im Palito. Wer ist der vordere? Zombie-Killer oder was? Oder wie heißt er? Sind jetzt höher Parkplatz Palito. Die tanken. Fährt auf den Parkplatz auf. Tankt. Palito, tankt er. Die Nummer D Black Series sowie alter Lambo. Alter Lambo. Regierend. Bei Black Series ein weißer Lambo. Kennzeichen Juten. Funkfury. Schießen Sie jetzt? Schau mit dem Mittelfinger! Fahren jetzt auch, ich zeige euch schon einmal wieder. Ihr mit dem Mittelfinger zeigt das gerade. Was ein Gangster, Alter. In Richtung Tunnel. So, CJ kommt. What in fuck's name was you geht, do? Mein Freund? Danke, Freunde, für diesen krassen Support heute, wieder diesen ganzen Stream über. Ich küsse eure Herzen. Ihr wisst es Bescheid. Nicht selbstverständlich. Und das weiß ich zu schätzen. Ihr seid die geilsten. Liebe und Kuss geht raus an euch selber, an die Community. Gut, wir da jetzt schon mit dem Blitzer stehen und sagen, da ist 100. Einer in der normalen Spur, einer in der Gegenverkehrsspur. Jetzt East Highway Tunnel. Renn um. Fahren wieder Richtung Palito 2. Einer fährt weiter, East Highway reinwärts. Also versuchen jetzt abzuhauen. Lincoln 1019 Mission Road und 1017. Ich wünsche euch was, passt auf euch auf. Ciao, ciao. Warte, jetzt ist aber erst die Verfolgungsjagd. 40 David 1076 Mission Road PD. Den Cop hat's gerade komplett zerdeppert. Alter, den Cop hat's gerade zerschallert. Das war unter Profi-Rennfahrer. Wie Matt? Link 68. Lincoln 13 wieder. 1050. 21 David 1090 Mission Road. Ich glaube, wir haben euren grauen B1 wieder. East Highway statt einwärts. Jetzt ab vor Sandy. Ja. Genau jetzt gerade tanken. Ich bin gerade hinterher. Dead Prism. Vor East Highway ab. Also ist wieder schönes Wetter. Negativ. Oh, er hat einen Kurt gerade richtig. Er hat Kurt gerade richtig. Das geht gerade raus an Kurt. Er hat ihn gerade lebendig zum Frühstück gegessen, Alter. Negativ wendet, fahrt auf dem Steinweg rechts. Fahrt am Feldweg in den Wäldern.
aktuell 1020 ist stehen blieben, sich Kontakt verloren. Da kommt Kurt, hier kommt Kurt. Ah, kommt was entgegen. Ja, komm entgegen. Wird jemand David? Das hat sich Edin leichter vorgestellt. Wenn man jetzt zuschaut, denkt man, ich bin der, der flüchtet. Was wird Mats? Wechsel gegen Fahrbahn. Das Casino ab gegen Fahrbahn. Casino, sie haben das auch schon verlassen. Ich feier das aber, was heute wieder für eine Action ist. Mein USB-D vorbei. Das ist weiter Start ein wird. Jetzt höher. Das war knapp. Aber man merkt gleich, wenn es nicht regnet. Wenn es nicht regnet, ist er gleich viel besser dran. Oh, Missing Textures und no. Ich sehe euch. Oh, Missing Textures, verpisst euch. Point David geschlossen in 10-7. Somit keine David-Einheit mehr im Dienst. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Ruhigdienst und passt auf euch auf. Oh Mann, Alter. Kann jemand eiterlich nachweisen, dass bei dem Rennen dabei war. Beginnt aber immer da hinten mit den Missing Textures. Immer da hinten. Lincoln stellt die Frage, warum ist die R1 in der Verfolgung dabei? R1 kann abdrehen. Richtig, mit der R1 abdrehen, AO eine Waffe. Tillbox Tunnel raus. Der Chinatown. Der erste, der es mal checkt, dass die R1 eigentlich nicht verfolgt wird. Oh, kurz vor Aufprall, Code Zero, nein! Ich hab da hinten ja noch YouTube offen. Scheiße! Warte, ich probiere gerade wieder neu starten. So eine Kacke, Alter. Aber es war klar, dass es jetzt kommt. Ey, aber komm, nach 3 Stunden 18 hat er lang durchgehalten. Müssen wir aber loben hier, nicht jetzt aufregen, loben. Wir müssen da jetzt wirklich mal ein großes Lob aussprechen, dass mein 5M trotz Admin-Stream so lange durchgehalten hat. Ja, ich weiß, das ist ein großes RIP. Ich weiß, dass es ein großes RIP ist, aber ist ja auch nicht mehr. Mein Gott, wir sind gleich wieder da. Wir sind ja gleich wieder da. Voller Einsatzbereitschaft. Ui. Erstmal Mails checken. Ihre Bestellung. Amazon-Bestellung erstmal hier. Läuft bei mir. So. Hab gerade meine Bewerbung abgeschickt. Herzlich viel Glück, viel Erfolg. Wenn sie gut ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass du es hier reinschaffst. So. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder irgendwo auf der Straße hinkrachen. Schau, wo ich wieder aufstehe. Oder mitten wieder auf der. Wieso bin ich eigentlich unter der Map? Alter Schwede. Habe ich hier gerade die Scheiße? Und jetzt gehe ich mir das anschauen wieder. Kenju. Sind die noch dran? Ach, Edin ist schon weg. Schade. Schade, Edin ist anscheinend schon weg. Nochmal. 600 Meter. Bitte. Sekunde verloren. Edin geht jetzt tanken und macht nochmal eine Runde. Alex, wir sind jetzt wieder Richtung Palito gefahren. Jetzt kommt sie ja. Kommen sie alle raus aus ihren Löchern. Ich stehe jetzt am Interval vor mir.
Der Herr Meier kommt schon. Herr Meier? Mit den dicken... Alter, das ist mal ein Gang hier. Alter. Kommt man auf solche Spots, Alter? Steht jetzt neben mir. Warte, ich will da schauen. Bei dem Max. Das ist jetzt in Easterville, statt anwärts. Fernseher gefunden. Kate, informativ, der Crown Vic mit dem Kennzeichen linken 13, Leerzeichen S09 und der BMW. Ah, sie haben wieder den P1. Es geht weiter. Stoffel, danke für 23,99 Euro. Mit Überweisungs-, also Superchat. Dankeschön, Bro. Gönn dir, Bruder, schreibt da rein. Oh, bitte Backup. Dankeschön. Ey, dankeschön, ich küsse dein Herz. Walker, wo bist du? Neue Runde, neues Glück, oder? Check. Weiter Richtung Road. Hier rechts ab. Carstudio near Grove. Seh dich. Richtung Grove. Ruf die Tanke, du. Durch die Grove-Tankstelle fährt jetzt Richtung Grove Street. Fährt in die Grove Street rein, fährt. Ruhig einen Zaun durch, okay? Ja, oh, ich hab halt nicht gesagt, ich bin auf dem Müll von hängen geblieben. Ja, der ist aber. Das ist ey, lol, die Strecke hat er auch wieder studiert, oder? Fährt weiter durch. Tankstelle. Ist jetzt für die Tankstelle grob. Ich dachte mir grad so, was macht denn, ja. Fahrt den Schleichweg. Also im Moment führt er sich hier im Tablett vor, ne? Im Tablett, im Ballett vor. Am Tablett. Scheiße, auf die Kacke. Platz, der hat da die Gate-Anlage. Fährt jetzt wieder Richtung Grove Street. Also, im Moment vernascht er sich gerade wirklich bei lebendigem Leib. Richtung Hauptplatz. Ja, rechts bei mir her. Er fährt die Gassen da aber auch auswendig, ne? Also er hat glaube ich sämtliche Schleichwege einfach. Er hat einen Doktortitel, glaube ich, drin. Er hat's nicht studiert, er hat's gut gespielt. Ja, es könnte was Seitengassologie hat er durch. Hat er Doppeldoktor. Auf der Hochschule in der Seitengasse. Jetzt fahrt er wieder da rein. Okay, mit der Frage, der Kollege, der mich mitnehmen wollte, aktuell hat den Twin Team. Stell dir vor, jetzt erwischt ihn da drin und guckst ihn da ein. Ich bin da. Keine Chance zum Entkommen. Ich stehe vor dem Mission Row, mein. Erstmal tanken. So lange halte ich es hier schon aus. 19 Monate. Krass. Jo, na jo. 19 Monate Andel schauen. Und Tuning Freak ist seit 25 Monaten VIP. Jetzt kommt gerade das Battle der VIPs. 19 gegen 25. Schleichwege Level 100. Ja, in Skyrim wäre Max Level. Oder in WoW oder so. Mitten am Highway Motor abstellen. Mach ich auch immer. Was macht er denn jetzt? Was tut es? Alex Daxl, seit 16 Monaten. Feine Sache. Feine Sache. Axel einfach auch schon seit 16 Monaten. Krass, hätte ich mir nicht gedacht.
Seit 16 Monaten VIP. Frage, ist man schon wohl wieder betretbar nach dem Brand? So positiv durch... Bus geht raus an jeden Einzelnen hier. Andenken sollte den Nathan schon noch. Kam jetzt genau ein Report rein, wo ich meinen Game Crash hatte. Das ist wieder typisch, Alter. Ja. Unverifiziert, Alter, ist seit 26 Monaten VIP. Bin auf dem Weg. Holy crap, Alter. Shit. Okay, unverifiziert ist bis jetzt der Spitzenreiter im VIP-Battle. Das ist heftig. Also, kannst du das Fenster zumachen, bitte? Ding ist, ich schwitze hier ein bisschen und wenn es dann reinzieht, ist es richtig kalt. Bongi. Da hat sie ein Ding, da hat sie ein Libo rausgehängt. Dreh ich mit einem. Ja, aktuell 1020. Jetzt Mission Row. Das ist er hier. Straßenrennen, wie es ihn ausdübelt hat. Da sitzt ja auch schon jemand. Wir hatten heute noch gar nicht die Skala vom Gefangenen-RP von 1 bis. Adam fährt ja mit einem T86, BZ 6010. Dieser connected schon seit 10 Stunden. 337 mit Abstand dazwischen. LKW. Okay. Steht dort seriös und suspekt mit seinem Hammer rum. Schätze mal, dass da die Straßenrennfahrer sind. Also hier ist einiges los. Was machen die kleinen Wesels? Ich habe einen Geldgeben für ein Handy und einen Führerschein. Wir können auch mal probieren, irgendwie vielleicht ein, zwei Leute erschrecken. Wir können es nochmal probieren. Party Boomer würde ich gerne erschrecken. Der ist auch noch auf meiner Must-Have-Liste. Was hat er denn für eine ID, Buddy? Der liebe Romanov. 308 hat er. Die Frage ist, ob die... Fahren auch unmaskiert herum. Steigen die irgendwann mal aus? Jetzt hast du uns gleich den teuersten Friseur ausgesucht. Oh. Natürlich. Nur das Beste für die Besten. 308. Natürlich. Da stehst du drin im Friseur. 308. War, oder? Oder so. Also jetzt muss ich wieder jump. Oder hat sie kurz ausgeschalten? Ey, es ist doch ich. Aber das bin ich nicht. Hat sie kurz das Script ausgeschalten oder was? Bei einem Erwachsenen keine Augenbrauen, ne? Nein. Informativ, letzter des Viertels für Lieutenant 2 oder höher. Also es ist Start. Bin ich grad. Jetzt hab ich. Bin ich grad dumm oder was? Und da fällt noch Stuff 3 rein. Ding Stuff 3, das ist für dich. Hab grad den eigenen Befehl dafür vergessen. Wahrscheinlich. Ich lass sie mir jetzt färben. Wie soll ich sie mir färben lassen? Grau oder was? Kann sie dunkel machen? Ich kann den Responding Letter Dispatch schon mein Auto. Also zu deinem natürlichen Haaransatz. Ich glaube, warte mal, ich weiß, was Gott gemacht hat. Na, hat meine ID nicht mal ausgegraut? Ah, jetzt geht's wieder. Gut. Stylisch. Aber sind wir mal ehrlich, was steht mir hier denn bitte? Hier, mach dir sowas! So siehst du aus wieder. Wie Franche. Ja, komm, mach dir sowas. Macht euch alle wirklich. Roger Rogers. Bitte, kein Dutt. Bitte nicht. Alter!
Ey, mach den grünen Bart. Ich hab ein bisschen zerschallert. Los geht's. Alter. Oder so ein lila Bart. Alter. Oh, es ist echt schwierig. Komm mal noch mit roten Haaren. Los geht's. Scheiße, gerade voll fertig. Berg und Acker. 306. Die ist gar nicht schlecht. Oh! Ich glaube, du hattest auch gerade eine böse Vision, oder? Böse Vision? Kann es sein? Ich habe diesen Pferd Acker zerschießen hat. Oh. Mein Herz ist gerade zusammengebrochen. Oh. Von der Frisur, oder? Oh. Oh. Wollte ich nicht einen Fabi, der Real X Fabi? 1076 Supreme Court. Der ist nicht mehr da. Nein. Oh. Ich glaube, ich hatte gerade einen Herzanfall. 157. Ich habe jetzt keinen angesteckt. Nee, überhaupt nicht. Oh, Scheiße. Oh. Gott im Himmel, verdammt. Ah. Scheiße. Oh Gott. Du auch! Gott verdammt! Einen wunderschönen guten Abend, etwas für den Server, oh, wollte meinen Führerschein bekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch, danke für die Ihr Schweine! Alter, ich zitter am ganzen Körper. Der hat mich richtig bekommen. Oh, boy. Oh. Schläfst du noch? Ja. Ich nicht. Vor 19 Supreme Court und 107. Schönen Abend euch. Achtung. Was machst du, sagst du Werbung? Geil. Alter, jetzt müsste der Kraftwerk kommen, das wäre so das Ich muss mich entsetzen. Also 279. Der hat mich richtig bekommen. Ups, ich hab grad einen falschen. Der hat mich richtig... Vor allem, ich hab in dem Moment auf die Klingel gedrückt. Alles mich am Arsch, Alter. Ich hab in dem Moment aufs Bahnhof auf die Klingel gedrückt. Auf einmal kommt die Scheiße. Wer war 297? Alter. Boah. Alter, also... Oh Gott, 297 gibt's nicht, Alter. Gott. Schau die fertigen. Gott, verdammt. Ja. Gott, verdammt. Witschgeil. 100% immer richtig agieren. Wenn ich heute Kollegen sehe, die doof gegenüber einem Zivilisten werden, eines Bürgers werden, der sich vielleicht irgendwas zu Schulden gekommen lassen hat, da sträuben sich mir die Hackenhaare. Und diese kriegen auch Disziplinarverfahren. Das gilt halt für jeden. Und sowas, das betrifft nicht nur Sie als Rookies. Es wird aktuell bei jedem in kompletten LAPD durchgezogen. Oh, wundert euch bitte nicht, hier laufen Affen rum. Ich hinterfrage diese Aussage einfach nicht. Entschuldigung. Nein, ich habe gerade vor meinem Auge. Oh Gott, mein Herz. Was? Ja, okay. Wie gesagt, abschließend möchte ich sagen, Sie sind nicht für immer raus. Ich lasse Ihnen die Türe offen. Überzeugen Sie uns einfach im nächsten Gespräch nochmal von Ihren Qualitäten. Ich glaube, dass Sie Qualitäten haben. Warte mal, Bailey. Bailey ist jetzt 295. Dran. Die hat mir letztens keine Reaktion gegeben. 233. Ein bisschen Puffer habe ich mir noch gelassen.
Gottes Willen. Was denn? Oh, alles gut. Ich habe gerade einen Schock fürs Leben bekommen. Ja, sehr gut, ja. Nee. Und du rechnest halt nicht Gottes damit. Willen. Ach, Mann. Was ist denn los? Da Max ist sich auch lustig. 197. Alter! Heilige Scheiße! Ach du Scheiße! Hm? Ich weiß jedes Mal gar, wenn sie so. Nee! Alter! Alter! Alles gut? Hä? Bist du dämmert? Nee, meine Augen hatten nur gerade was sehr Cooles zu sehen gerade. Ich weiß es. Ja, ist gut. Ich hab Angst. Herr maskierter Marschall, ich weiß nicht, wer sie sind. Wer glaubst du bin ich? Welcher Marschall kennt dich mit Namen? Welcher Marschall nennt dich Pedder? Ja, ich bin professionell. Alter, mein Herz. Also glaub, Tim, es kann sein, dass du heute noch einen Psychologen brauchst. Ich bin auch nicht mehr da. Also Pech gehabt, Mauser. Du Arsch. Muss wir anders herhalten. Herr FDler. Soll ich gleich mal einen Puls messen? Ja, bitte, weil das ist ja. Ach du Scheiße. Aber dich habe ich hier letztes Mal schon gekriegt, das reicht mir schon. Warte mal, jetzt komme ich einmal zu dir rein. Dann kann ich mir die Beine mal anschauen. Kommst du vielleicht allerdings noch für die Zentralverriegelung? Heute fühle ich mich nicht mehr so schlecht, weil heute habe ich selber schon mal abbekommen. So, Freunde der gediegenen Gesangsmusik. Ich werde für heute mal den Livestream beenden. Ja, ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da. Tut's mir einen Gefallen und geht's nach dem Stream in die Kommentarsektion rein und schreibt's mir in die Kommentare, ob ihr euch heute auch erschreckt habt bei den Jumpscares. Oder von einer Skala von 1 bis 10, wie sehr wir heute Kurt erschrocken haben. Schreibt's mir das nachher in die Kommentarsektion rein. Lasst den Stream ein Like da. Teilt den Stream, erzählt es euren Freunden davon, ist auch eine sehr große Hilfe. Und ich bedanke mich bei allen, die hier kostenlos sowie kostenpflichtig unterstützt haben. Und bedanke mich auch bei meinen Mods und bei allen, die hier wie immer so tatkräftig am Supporten und am Dabeisein sind. Wir sind, was wollte ich nur sagen? Wir sehen uns im nächsten Livestream. Vielleicht mal wieder als Autohaus, vielleicht mal wieder als PD, vielleicht mal wieder Ready or Not eine Runde. Lasst euch überraschen. Und heute kein nettes Kommentar. Könnt ihr mir auch ein nettes Kommentar. Jeder Kommentar ist willkommen. Also runter in die Kommentarsektion nach dem Stream. Ja. Danke für alles, Chat. Wir sehen uns im nächsten Livestream wieder. Wird's euch gedrückt und habt einen schönen Abend und einen noch schöneren Start in den morgigen Tag. Bis dahin. Hauen Sie rein, bleibt gesund und tüdelü. Die Motive sind gerade Punkt 3, Heil, Vertrag.